Okay, Kinder, das ist das Wissenschaftliche Museum von Quahog. Ein magischer Ort der kulturellen Weiterbildung. Das war kacke. Hi, hier ist meine Waffe. Ich möchte sehr gerne einen Schießstand mieten. Sicher. Brauchen Sie eine Einweisung, bevor Sie anfangen? Hallo? Das ist ein Schießstand. Ich glaube, das kann ich. Halt! Ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Hey, Brian, du hast nicht zufällig einen Metalldetektor? Schön, Stewie, du hast eine Medaille. Toll. Wittere ich da einen Hauch von Neid? Stewie, fandest du es nicht seltsam, dass jeder eine Medaille gekriegt hat? Du hast nichts gewonnen. Die ist für die Teilnahme, die kriegt jedes Kind, das einen Puls hat. Und wie jede andere Medaille und jeder Preis in deinem Leben bedeutet sie gar nichts. Was? Stewie, es tut mir leid, ich hätte das nicht sagen sollen, das war gemein. Geht es auch langsamer? Nein, 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 nein! Wie konnte ich nur so ein Narr sein? Das ist eine Wand der Lügen! Und das ist ein Loch der Lügen! Alles, was ich je gewonnen habe, ist wertlos! Ihr werdet mich nicht länger zum Narren halten! Oh nein! Ist schon gut, Stewie, ruhig bleiben. Dafür haben wir einen Feuerbeauftragten im Haus. Okay, wenn ich euren Namen vorlese, antwortet bitte mit hier. Griffin, Mac. Das heißt Mac. Sorry, sieht aus wie Mac. Griffin, Liam. Das heißt los. Nochmal, bitte antwortet mit hier. Tut mir leid, ihr Spaßsuchenden. Schlittenfahren ist hier verboten. Was? Das ist ja jetzt Quatsch. Zu viel Weichei-Eltern verklagen die Stadt, wenn sich Kinder den Finger verstauchen oder den Schädel einer Stoßstange zerschmettern. Schlittenfahren ist in Quahog ab jetzt untersagt. Das können sie nicht tun. Soweit mir bekannt ist, leben wir im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Dachte Kevin Spacey auch. Und ich lasse mir von niemandem sagen, wo ich schlittenfahren darf und wo nicht. Ja, Sie haben recht. Alle Macht im Volke. Die ganze Welt sieht uns zu. Die ganze Welt sieht uns zu. Was war das gerade? Ist doch egal, wer als erster unten ist. Oh mein Gott! Ruf meine Mom an, ich hab mir den Schädel einer Stoßstange zerschmettert. Na dann ist keine losgehen, ihr Idioten. Wir haben einen neuen Schüler, Chris Griffin. Begrüßt ihn alle mit einem Ey! Ey! Ist ja doch toll. Kaum bist du da, hast du schon jede Menge Brüder. Komm her, lass dir in die Wange kneifen, kleiner Bruder. Sie demonstrieren Zuneigung und Dominanz. Griffin? Wo ist das Uchi oder das Galotta am Ende? Bist du Jude? Nein. Stimmt das, dass man den Juden den Pimmel mit der Axt abhackt? Mein Onkel ist Jude. Völlig fertig, der Typ. Ey, Klappe zu, es ist 9:30 Uhr. Wir müssen Mittag essen. Wir machen es uns hier gemütlich. Ne Piccata, schönes Kalbfleisch. Rocco hier hat das Kochen im Knast gelernt. Gut, macht euch alle die Hände schmutzig. Wir essen in 10 Minuten. Wow, das ist viel besser als die Friseurschule, wo ich nicht aufhören konnte, den Stuhl hochzufahren. Können Sie oben ein bisschen wegnehmen und die Seiten etwas kürzer machen? Heute fahren wir nur den Stuhl hoch. Ich bin froh, dass du die Kinder überredet hast, die Schule zu schwänzen. Ich auch. Hey, vielleicht kommen wir ins Fernsehen, wenn wir unsere Hemden ausziehen und aufs Spielfeld laufen. Ich denk nicht dran, meine Bluse auszuziehen. Wie gut, das ist doch Schnee von gestern. Peter! Angreifen, Sox! Angreifen! Hey! Hier, bitteschön, Brian. Was ist das? Eine Einladung zu Max Party. Ich bin der Partyplaner. UAWG. Du kannst es gleich tun, wenn du willst. Na gut, ich komme zu Max Party. Nein, du musst die UAWG-Hotline anrufen. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich warte. Tut. Willst du nicht abheben? Ich gehe doch nicht nach den ersten 2-mal Leuten ran. Ich bin beschäftigt. Vielleicht bin ich im anderen Zimmer. Tut. Du, oh, komm schon! Hallo? Stewie? Nein, hier ist Stewies Haushälterin, Mrs. Pennyapple. Ich sehe mal, ob er da ist. Stewie? Ja, Mrs. Pennyapple? Hier ist ein Anruf für Sie. Wer ist dran? Hat er nicht gesagt? Dann finden Sie es raus, ja? Wer spricht da? Hier ist Brian. Es ist Brian! Oh, Brian. Vermutlich sein UAWG-Anruf wegen Megans Party. Hallo, Brian. Hi, Stewie. Was kann ich für dich tun? Ich komme zu Megs Party. Oh, wie schön. Würdest du das bitte Mrs. Pennyapple mitteilen? Hallo, hier ist Mrs. Pennyapple nochmal. Also, das heißt, sie kommt zu zweit. Brandon? Brian. Brian? Brian. Mitchell? Was? Auf Wiederhören.
Oh, Brian, du bist da, Gott sei Dank. Hi, Stewie. Hast du den Kaffee gemacht? Nein, es war wahrscheinlich Lois. Er war schon fertig. Trink das nicht! Hey, das war ein Geschenk der Crew von Glassholes. Hast du von dem Donut abgebissen? Ja, er stand auf der Theke und wenn schon. Wie lange ist das her? Weiß nicht, 5 Minuten. Dann ist noch Zeit. Gott, Stewie, bist du verrückt? Vertrau mir, ich will nur das Beste für dich. Tja, ich fühle mich sehr dünn und wunderschön. Und ich habe noch meinen Donut. Warum machen das nicht alle? Machen sie. Ich habe hier ein Paket für Brian Griffin. Das bin ich. Brian, nicht! Stewie, was ist hier los, verdammt? Es tut mir so leid, Brian. Penelope wollte, dass ich dich umbringe, weil du wolltest, dass wir uns trennen. Aber ich hab's nicht übers Herz gebracht, also hat sie gesagt, dass sie dich umbringt und... Das geht sie nichts an. Das war komisch. Was hat er gemacht? Jedenfalls will Penelope dich umbringen! Ich hab gewusst, dass sie böse ist. Wir müssen dich in Sicherheit bringen. Alter, verschwinde hier! Stewie, aus dem Weg! Penelope, ich kann das nicht zulassen! Stewie, sie ist ein Jahr alt. Ich glaube, ich schaffe das allein. Gut, Stewie, du bist dran. Zeitlupenangriffssprung! Schwerkraftstrahler! Dem bin ich nicht gewachsen. Vielleicht kann ich ihn mit einem elektromagnetischen Impuls deaktivieren. Von meinem Hund fern. Na schön, Stewie, wie du willst. Aber eine Sache noch. Was? Das war wunderschön. Ich sag meinen Freunden, dass ich sie geknallt hab. Hast du alles vorbereitet? Sobald Chris nach vorn geht, wird mein Freund der Videofreak die Sache in die Hand nehmen. Okay, Mick, wir haben folgende Abmachung. Ich werde das für dich machen und dafür erlaubst du mir, heute Abend an dich zu denken, wenn ich in der Badewanne sitze. Gut, Neil. Super. Vielleicht nehme ich heute mal die linke Hand. Ein Fremder in der Wanne. Bevor wir anfangen, möchte Chris Griffin den angesagten Kids etwas mitteilen. Hi Leute, ich wollte nur sagen, der Club der angesagten Typen trifft sich heute Nachmittag um 3:30 und wir lehnen uns wieder lässig an Tim Bregners SUV. Findest du mich scharf? Ich find mich scharf und würd's mir hart besorgen. Hey, was ist das? Hast du dich irgendwo reingesetzt? Hey, ja, Mahata, Happa, Hetta, Hotta, Samala, Halamaya! Chris Griffin ist ein Freak! Was für ein Loser! Okay, ich bin schwul. Oh, ich bitte euch, ich bin's doch, Griffer! Es steht dir nicht mehr zu, so zu reden! Conny, die Person, die sie gedemütigt hat, wurde eben selbst gedemütigt. Und nach den Highschool-Vorschriften sind sie jetzt wieder angesagt. Du hast es geschafft, Conny. Danke für deine Hilfe. Jetzt bleiben wir wohl keine Freundinnen mehr, oder? Absolut nicht. Darf ich wenigstens nachher in der Badewanne an dich denken? Nein. Ich mach's trotzdem.
Hey Leute, bin zurück vom Einkaufen, könnte Hilfe beim Ausladen brauchen. Und senden. Jetzt warte ich, bis Sie rauskommen und Ihrer lieben alten Mom helfen. Mach's doch selber! Hallo, traurige Frau! Junior, das sagen wir nur, wenn wir allein sind. Hallo, normale Frau! Was macht ihr denn da? Es ist Sonntag. Ich dachte, Ehemänner gucken den ganzen Tag Football, sonst kriegen sie Krebs. Heute ist unser Familienspaßtag. Ganz genau, wir widmen den ganzen Tag der Familie und dem Spaß. Er endet im Schlafzimmer, wo wir uns dann hoffentlich von hinten näher kommen. Ich hab so satt, dass die ganze Familie nur rumhockt und nichts tut. Die Browns haben da draußen Spaß und wir hängen hier drin nur rum wie ein Haufen dämlicher Kartoffeln. Mom, ich werde seit 10 Jahren anonym online gemobbt. Dämliche Kartoffel geht mir am Arsch vorbei. Wir müssen auch gemeinsam was Schönes machen wie die Browns. Wir veranstalten einen Familienspaßtag. Oh, familienfreier Spaßtag klingt gut. Nein, Familienspaßtag. Ja, familienfreier Spaßtag. Nein, Peter, Familienspaßtag. Oh, ich bin schon in der Clam. Viel Spaß. Oh, oh Mann. Guten Morgen, Freund. Es ist morgen. Du kannst reden? Ja. Oh mein Gott, ich wusste es. Die haben gesagt, ich bin verrückt, aber ich wusste es. Oh, ich habe schon zu tausenden Hunden guten Morgen gesagt. Ist das das Tierheim? Wie komme ich ins Tierheim? Oh mein Gott, das ist so abgefahren. Okay, du wurdest als entlaufener Hund eingeliefert. Aber zum Glück haben wir dich gescannt und den Mikrochip gefunden. Ich bin wirklich gechippt? Ja, so kannst du zu deinen Besitzern zurück. Den Hendersons in Bristol County. Was? Aber wer sind die? Meine Familie sind die Griffins. Dein Chip sagt was anderes. Mann, das wird mir echt niemand glauben. Warte, willst du meine Mobilbox-Ansage sprechen? Oh, Moment. Keiner hört, dass du ein Hund bist. Oh, kann ich dich stumm aufnehmen? Warte, dann wird dich niemand reden hören. Okay, wir werden was zusammen machen. Ich weiß noch nicht was, aber wir werden etwas machen. Gut, die nächste ist Karen. Sie hat die Hochzeit ihrer Tochter 1 Jahr lang geplant. Wenn die nicht perfekt läuft, wird sie zusammenbrechen. Bin schon im Einsatz. Ich habe einen der Kellner bestochen. Er hat eine kleine Überraschung für sie vorbereitet. Ah! Oh mein Gott, jemand hat den Bräutigam erstochen. Oh nein, es ist nicht der perfekte Tag. Den Bitches haben wir es gezeigt, was? Ja, danke, Lois. Und du hattest recht. Mit Frauen befreundet zu sein, ist viel zu kompliziert und viel zu anstrengend für mich. Lass mich schnell den Kellner bezahlen und wir hauen ab. Ah, ich wusste, er hat den Plan nicht kapiert. Guten Abend, ich bin Tom Tucker. Heute sehen Sie den letzten Teil unserer Reihe über Sodomie im Aquarium. Doch zuerst unsere Top-Story. Ein Junge stirbt, nachdem er 51 Stunden am Stück Videospiele gespielt hat. Erst war er in der Cloud, jetzt sitzt er auf der Wolke. Das war ein Witz, er war schwul. Was ist denn das für ein Quatsch? 51 Stunden wach bleiben ist doch gar nichts. Ja, wenn ich ohne Pause nach Australien und zurückfliege, ist das schon länger. Ich schlafe nie. Irgendwas piepst in unserem Schlafzimmer. Bonnie will es nicht suchen und ich finde es nicht. Hey, ich habe eine coole Idee. Machen wir eine Wette. 100 Mäuse darauf, dass ich länger wach bleiben kann als ihr. Ja, geile Idee. Machst du mit, Peter? Na klar mache ich das. Beim Wachbleiben kann mir keiner das Wasser reichen. Bei dieser lesbischen Teppichreinigungsfirma habe ich viele Nächte durchgearbeitet. Lesben haben normale Teppiche, ihr Perverslinge. Wenn du fertig bist, kannst du mir helfen, das Loch zu stopfen. Ich bin praktisch Mädchen für alles. Die Spalte muss auch versorgt werden. Da hat wohl jemand einen Kaiserschnitt gemacht. Also dann, das waren alle. Gut. Jetzt geh und füll das Weihwasser auf. Was mache ich hier bitte? Gesangsbücher aufstellen, Altar abstauben? Du wolltest mir das Kämpfen beibringen und jetzt soll ich die Kirche aufräumen. Zeig mir, wie du ein Kreuz schlägst. Nein, zeig es mir wirklich. Hei, ho, hei, ha! Jetzt zeig mir, wie du Gesangsbücher hinstellst. Ja, ja, ja! Oh, du hast mich die ganze Zeit unterrichtet. Ich liebe solche Szenen. Jetzt zeig mir das Markus-Evangelium. Die Leseaufgaben habe ich nicht gemacht. Und das war die Geschichte von Jesus. Das war der Hammer, Dad. Mir ist gerade was klar geworden. Das ist derselbe Jesus wie der Jesus aus der Kirche. Eine wunderschöne Geschichte, Peter. Über Menschen, die zusammenkommen für etwas Größeres als sie selbst.
kann ich Ihnen helfen? Hi, wir sind nicht von hier und unser Auto hat eine Panne. Meine Frau hat die Wehen. Können wir telefonieren? Was? Nein! Wer ist das? Fiese Betrüger, die eine Lügengeschichte erzählen, damit sie bei uns telefonieren können. Was? Wollen Sie auch die Geschenke unter dem Baum klauen? Schmeiß sie raus. Das werden Sie doch nicht tun, oder? Dad, mach die Tür zu. Es ist saukalt. Bitte, Sie müssen uns helfen. Seien Sie froh, dass Weihnachten ist, sonst würde ich jetzt die Bullen rufen. Verpissen Sie sich mit Ihrer Hurenfrau. Peter, das hast du sehr souverän gemeistert. Frohe Weihnachten, Lois. Bitte, wir flehen Sie an. Ich hol den Baseballschläger. Weißt du, Brian, auch wenn du noch so klug bist, musst du akzeptieren, dass es Dinge im Leben gibt, die du einfach nicht kontrollieren kannst. Du meinst, so wie du es nicht kontrollieren kannst, dass du so eine peinliche Lache hast, wenn du etwas wirklich witzig findest? Ehrlich, Hope, ich weiß nicht, warum wir von diesen Keksen solche Anfälle kriegen. Ist doch kein Wunder, Faith. Da ist kein Backpulver drin, sondern Niespulver. Also dann, Rupert, ich ziehe es durch. Tja, ich bin nicht tot, aber ich habe einen Ständer. Das heißt, wieder mal etwas Neues für Stewie. Hey, Lois, wann machst du die Wäsche? Ich habe 6 Fallschirme da drin. Aber diese Dinger verstopfen die Waschmaschine. Ach, jetzt habe ich dir also eine schlechte Waschmaschine zu Weihnachten geschenkt. Kleiner Tipp, Stewie, Liebe stirbt und das ist okay. Ich schreibe alle seine Ratschläge auf einen Block. Der gestrige war, eine Taube geht auch nicht drauf, wenn sie vom Boden frisst. Was soll die Aufregung? Du isst immer meine Fruchtjoghurt. Steht dein Name drauf? Du magst sie nicht mal, aber du weißt, dass ich sie mag und du gönnst sie mir nicht. Ich hab dich nie drauf angesprochen, aber ich hab's mir auch schon gedacht, Peter. Ja, genau sowas macht er, weil er ein egoistischer, fetter Sack ist. Haltet die Klappe, ihr alle! Ich hab mich drum gebeten, Teil dieser Familie zu sein. Ich geh ihn holen. Peter, komm wieder runter! Meine Orgasmen waren alle vorgetäuscht! Die Sache lief schon bald sehr schief. Cheryl, glaubst du nicht, wir sollten langsam gehen? Wir sind doch gerade erst angekommen. Ich amüsiere mich gut. Das sehe ich. Du hast dich eine halbe Stunde mit John Davidson unterhalten. Hey, Glenn, freut mich. John Davidson, der Moderator von Das ist unglaublich. Hey, John, ich liebe Ihre Sendung. Nicht! Das war das erste Mal, dass das jemand so gesagt hat. Das erste Mal, ich schwör's. Glenn, deine Eifersucht geht mir allmählich wirklich auf die Nerven. Ich glaube langsam, unsere Beziehung ist ein Fehler. Vielleicht ist sie das! Hey, 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 nein, was machen Sie da? Da ist mein Klo drin! Was? Wir haben das Haus hier gerade gemietet. Leck mich fett! Dan Aykroyd und Chevy Chase! Was zum Teufel machen Sie in Quahog? Oh, wir stellen nur Recherchen für einen Film an. Oh Mann, das ist ja Wahnsinn. Heißt das, Sie leben beide hier zusammen? Moment mal, sind Sie schwul? Nein, ja, vielleicht, ja, manchmal. Nein. Kommt drauf an, wenn es mal Spaß macht. Nicht. Oh mein Gott, wo ist die Treppe? Es gibt keine Treppe. Ich werde hier niemals rauskommen. Du hast vorhin neben dem Auto gestanden, mit dem meine Frau überfahren wurde. Ah! Ah! Schon bald würde ich als anderer Mensch nach New York zurückkehren, denn für mich wird das immer der Sommer bleiben, in dem ich den Kopf zum ersten Mal unter Wasser steckte. Ich hab's geschafft! Ich wünschte, jemand hätte das gesehen. Gut gemacht, Leute. Wenn wir jetzt keinen Emmy kriegen, weiß ich auch nicht. Wo wollen Sie hin? Doc, ich werde die Operation nicht wirklich durchziehen. Ich gehe nach Hause. Wir machen das, ob Sie wollen oder nicht. Was? Doc, nein! Haltet ihn auf! Sie wollen einen Emmy, oder? Und so, Kinder, wurde ich eure Mutter. Und nachher müssen wir so ein gestelltes, fröhliches Familienfoto machen, das in so einen kitschigen Rahmen von dem Restaurant gesteckt wird. Warum bist du die ganze Zeit so beschissen negativ? Ich weiß nicht, was? Macht euch locker, Jungs. Amüsieren wir uns. Das letzte Mal saßen wir als Familie zusammen in der ersten Reihe beim Basketball. Geht's euch gut? Geht's euch allen gut? Tolle Plätze. Ja, hier unten ist es ein völlig anderes Spiel. Oh mein Gott, Stewie, warum sitzt du unter dem geschlossenen Klodeckel? Ted R. sagt, das ist der Ort, an dem ein Stück Scheiße leben muss. Das ist furchtbar. Diese Roboter sind nicht deine Freunde. Tja, wenigstens bestehlen sie mich nicht. Hör zu, tut mir leid, dass ich deine Witze geklaut habe. Das war echt eine Schweinerei. Selbst wenn du mich nicht mehr willst, verdienst du was Besseres als diese Roboter. Natürlich will ich dich als Freund zurück, Brian. Wenn ich ehrlich bin, ich vermisse die Zeit mit dir. Treffen wir uns heute Abend. Ich habe echt ein schlechtes Gewissen, dass ich die Familie so kurz vor Thanksgiving im Stich lasse. Ich meine, wenn ich nicht da bin, wer wird den Truthahn aufschneiden? Ich weiß nicht, wie das geht! Ja, kein Problem. Geben Sie Nummer. Okay, 401-555-1125.
Vier. 4-0? 4-4-0. Nein, nein, die 4 habe ich nur wiederholt. Eine 4. 1-4. Gut, nochmal von vorn. 4-0-1. 4-0-0-1. 4-0-1. Ja, 5-5-5. 5-5-5. Das war schmerzlos, okay? 1-1-2-5. 1-1-2-5. Sehr gut, dann haben Sie es. 1-5-5. Was? Sie sagen eine 1-2-5en. 1-5-5. Nein, nicht eine 1 und 2 Fünfen, 2 Einsen. 2-1-1-1-2-5. Oh mein Gott. Okay, wie viele Einsen? Ich gebe Ihnen nicht die Anzahl der Ziffern, ich gebe Ihnen die Ziffern. 1-1-2-5, das sind die letzten 4 Ziffern. Okay. 1. 1-1. 1-1. 2. 2. 5. 5. Oh, verstehe. 1-1-2-5. Ja, 1-1-2-5. Lesen Sie mir die Nummer nochmal vor. Ich muss holen Stift. Ich putzen hier. Ach ja, ich lese gerade die Comicstrips, also nicht so laut. Family Circus ist heute sehr schockierend. Es ist Zeit für muchos Hornos! Muchos Hornos! Muchos Hornos! Muchos Hornos! Muchos Hornos! Muchos Hornos! Ay, 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 ay! Ja? Ich rufe wegen der Zeitungsanzeige an. Hast du meinen Hund gesehen? Rufst du wegen meinem Hund an? Er ist alles, was ich hab. Ich lebe auf der Straße und meine Eltern sind nicht gut zu mir. Also, haben Sie schon irgendwas gehört? Hat jemand irgendwas gesehen? Oder irgendjemanden? Ich sehe den alten Reggie vor mir. Wie Reggie mich anlächelt, wenn ich ihm erzähle, dass Daddy mich brutal verprügelt. Okay, also gibt es wohl noch keine Hinweise, ja? Oh, nein, nein. Hundi, raus. Was? Raus, afuera. Ich wohne hier. Nein, nein, afuera. Aber hören Sie, ich... Hola? Ja, könnten Sie mir Brian wiedergeben? Nein, nein, Hundi afuera. Sie sind die neue Haushälterin, was? Sie. Ich will niemanden anschwärzen, aber mir fehlen ungefähr $1,000 Spielgeld. Ich genommen. Was, Sie haben's genommen? Sie. Geben Sie es zurück? Hol's dir, Arsch. Würden Sie mich bitte allein lassen? Ich putze in Toilette. Was? Ich putze in Toilette. Was soll das? Ich sitze auf dem Klo. Ist okay. Bitte gehen Sie. Oh, okay. Da, das Müll? Was, Müll? Nein, das ist eine funktionierende Lampe. Nein, ist okay. Ich nehme mit nach Hause. Was machst du denn da? Sie ist immer noch hier, Lois. Hätte sie nicht vor etwa 2 Stunden gehen sollen? Das dachte ich auch. Frag sie, was sie noch hier macht. Ich werde sie nicht fragen. Frag du sie. Consuela, sind Sie nicht schon seit Stunden fertig? Ja, was machen Sie noch hier? Warten, bis Regen aufhören. Sie sollten nach Hause gehen. Es ist zu viel Regen. Ich bleibe. Es soll die ganze Nacht regnen. Ich hier schlafen. Ja, das finde ich nicht so gut. Ich hier schlafen. Krieg ich hier drüben auch eine Decke? Nein, nein, dein Fett dich warm halten. Nein, nein. Consuela, es tut mir leid, aber so funktioniert das einfach nicht. Bitte gehen Sie. Nein, ich bleibe. Ich putzen. Nein, Sie sind gefeuert. Nein, ich Job behalten. Hier, $40, wenn Sie sofort verschwinden. Nein, ich bleibe. Wer von denen ist der Chinese? Der wird's wohl sein. Nicht mehr machen, Ding-Dong. Jedes Ding-Dong kostet 2 Cent. Was Sie wollen? Na, tja, ich wollte meine Wäsche abholen.
Wow, cool, sieht geil aus. Es macht bestimmt sau viel Spaß, hier zu arbeiten. Aber ich war nicht auf dem College. Das $20. Hey, ich glaube, Sie haben mein Hemd vergessen. Gibt kein Hemd. Doch, ich weiß, dass Sie mein weißes Hemd haben. Können Sie nachsehen? Nicht nachsehen, ich nicht habe ein Hemd. Ich sag Ihnen, Waschi-Waschi, Sie haben mein Hemd. Ich nicht habe Ihr Hemd. Sie doch haben mein Hemd. Sie verlassen den Laden. Sie holen Hemd. Ich und du von Polizei. Dass Sie nicht wagen werden. Sie wollen Spiel spielen, Fettsack? Sie, dicker, dicker. Hallo, Notruf? Gut, ich gehe, aber das nicht vorbei. Ich nehme ein Bild von Ang Lee. Gut, da sowieso zu viele Langnasenfilme machen. Sie niemals wiederkommen! Ich nicht mögen Amerikaner. Die Amerikaner alle gleich aussehen. Oh, wir sehen alle gleich aus, ja? Na, das sagt ja der Richtige. Was heißt, wir können da nicht mehr hingehen? Scheiß drauf, wir suchen eine neue Reinigung. Die sind alle gleich. Die sind nicht alle gleich. Peter, ich gehe schon seit 10 Jahren zu Mr. Waschi-Waschi und ich werde mir keine neue Reinigung suchen. Also werden wir ihn zum Abendessen einladen und du wirst dich entschuldigen. Na schön, bitte. Hallo? Hi, Mr. Waschi-Waschi, hier ist Peter Griffin. Meine Frau würde Sie gern zum Abendessen einladen. Was soll es geben? Nummer 32. Oh. Peter, gibt es da nicht was, das du Mr. Waschi-Waschi sagen wolltest? Oh. Peter? Bitte. Mr. Waschi-Waschi, es tut mir leid, dass ich in Ihrem Laden unhöflich war. Gut, ich nehme an, Ihre schlechte Entschuldigung. Schön, und jetzt will ich mein Hemd wieder. Peter! Ich nicht haben Ihr Hemd! Sie doch haben mein Hemd! Genug! Ihr alle nie wieder in meinem Geschäft! Ding dong! Toll, Peter, gut gemacht. Das Essen war eine Katastrophe. Ach, die Eule aus Kampf der Titanen war schlimmer. Sie sind aus Griechenland? Da wollte ich immer schon mal hin. Wie ist es dort? Ich kann kein Wort verstehen. Tja, ich hab's dir gesagt, Lois, nur Harry Hamlin kann das. Wenn du die Eule einlädst, musst du auch Harry Hamlin einladen. Ich werde Harry Hamlin nicht in diesem Haus dulden. 413, 413. Ich glaube, wir sind da, Chris. Oh, die Mr. Zulu Show. Zulu, er ist da, der Show. Die anderen interessieren kein Schwein. Der hat mein Hemd da drin. Ich kann es spüren. Na schön, ich gehe rein. Ich wusste es. Fallen lassen! Ich schieße den Kopf weg! Hören Sie, Waschi-Waschi, das ist mein Hemd und ich werde es mitnehmen. Das ist nicht Ihr Hemd! Ach ja? Okay, ist nicht mein Hemd. Sie eingebrochen, ich kann Sie töten, legal. Gut, schießen Sie, aber dann ist Ihr Hemd kaputt. Runter mit Hemd! Tja, eine klassische Pattsituation. Also, wie wollen wir die Sache regeln? Wir werden kämpfen, aber ich Ort aussuchen. Okay. Runde 1, kämpfen! Hallo, nein! Hallo, nein! Hallo, nein! Das war das Verlierer! Kuh! Du hat ja eine Vorliebe dafür, sich Dinge maßschneidern zu lassen. Ich verstehe den Witz und finde ihn nicht komisch. Hey, was ist das? Oh mein Gott, die habe ich seit Jahren nicht gesehen. Was ist das? Sind das Heimvideos aus dem Orient? Nein, nein, das ist Winter, Sommer. Eine koreanische Soap, in der ich mitgespielt habe. Du warst in der koreanischen Seifenoper? Als ich damals für die Navy in Busan war, suchten sie per Anzeige Typen über 1,62 und ich war der Einzige, der gekommen ist. Plötzlich war ich im Fernsehen und spielte einen Typen namens amerikanischer Johnny. Ich wusste gar nicht, dass du schauspielen kannst. Du wusstest auch nicht, dass ich Steinpolierer bin. Hier, guck mal. Oh, Wahnsinn. Was ist das? Ein Tigerauge. Außergewöhnlich. Miu Johnny야, 전화하지 마. 사무실 닫았잖아. 너 때문에 사람 다 기분 나쁘잖아. 바보야. 와, 신사장. 우리 사무실에 새로 들어온 여자인데 참 이쁘다. 보기만 그런 거지. 율정이 넘치는 여자일 거야. 안녕, 못양이. 난 록앤롤이야. Ja, leck mich, Quagmire, du sprichst Koreanisch? Nein, eigentlich nicht. Die haben mir die Wörter nur phonetisch beigebracht. Also wusstest du nie, was du eigentlich sagst? Nein. Als die Serie sehr beliebt war, habe ich sogar einen Spot für Genitalverstümmelung gedreht, den ich sehr bereue.
Wow, die Frau ist scharf. Das ist ein Kerl. Der andere Kerl ist attraktiv. Das ist eine Frau. Diese Katze ist süß. Das ist ein Hund. Was ist alles? Oh mein Gott, wenn Hee-San und Bong-Hwa nicht zusammenkommen, werde ich mich umbringen. Du spinnst doch, Bong-Hwa ist komplett unehrenhaft. Er hat einen persönlichen Gegenstand ins Büro mitgenommen. Bong-Hwa-si, naki-se-jo. Kiso-he-jum-yan, nan-gi-byul-ga-ya. Oh mein Gott! Ich glaube, ich hab's gesagt, ich hab's gesagt! Wow, er ist doch nicht im Getränkeautomaten umgekommen. Was? Es ist aus? Gucken wir die nächste Folge? Klar gucken wir die. Wir werden uns die komplette Serie reinziehen. Das letzte, wonach ich so verrückt war, war der Film Die Verurteilten. Nachdem Sie durch das Loch entkommen sind, wie konnten Sie das Raquel Welch-Poster von der anderen Seite so perfekt und so straff wieder anbringen, dass es von einem Stein durchschlagen werden konnte? Ist das wirklich wichtig? Für mich schon. Hat Ihnen der Film überhaupt gefallen? Sehr, sogar bis zu diesem Augenblick. Oh mein Gott! Gib mir die letzte Kassette. Tut mir leid, da sind keine Kassetten mehr. Was? Wo ist die letzte? Er hat recht. Oh mein Gott, was sollen wir tun? Erzähl uns, was passiert ist. Hat Hee-San überlebt und ihr Baby gekriegt? Hat Kim endlich seine Stelle im Wasserkraftwerk bekommen? Ich erinnere mich nicht mehr. Wie kannst du dich nicht mehr erinnern? Es ist 20 Jahre her. Wir haben nicht chronologisch gedreht. Ich wusste nicht mal, was ich sage. Es war mir egal. Ich habe das Leben genossen. Ich habe Bräute gevögelt und Kohl gefuttert. Oh Kacke, was wird jetzt aus unserer Serie? Jetzt weiß ich, wie dieser deutsche Produzent sich gefühlt hat. Also dann, Fritz, jetzt, wo der Zweite Weltkrieg vorbei ist, können wir ja wieder damit anfangen, Komödien zu drehen. Ruf diese Komödienschreiber an. Ich glaube, von denen ist keiner mehr verfügbar. Was? Dies ist ja furchtbar. Wo ist mein Agent? Er ist vermutlich mittlerweile auch verhindert. Es ist doch der Wahnsinn, was ist passiert? Oh, jetzt weiß ich wieder, was passiert ist. Kool-Aid! Nein, die darf nur Lois für uns machen. Quatsch, ich weiß auch, wie man die macht. Nein, Quagmire, wir dürfen auf keinen Fall... Bin wieder da, Peter! Oh, hi, Ben. Peter, hilfst du mir bitte mit... Oh, Peter Griffin! Komm sofort her und mach diese Sauerei weg! Nein, du hast gesagt, ich darf zwei Freunde einladen und das habe ich nicht. Joe konnte nicht. Also war nur ein Freund hier. Ich war mit Quagmire allein und wollte deswegen Kool-Aid statt dem anderen Freund machen. Komm sofort hier runter! Bonnie ist viel cooler als du. Joe hat Computerspiele. Meg, nimm bitte eins und reich den Stapel weiter. Was ist das? Ich gründe eine neue Vereinigung für die Gleichberechtigung der Tiere in Quahog. Morgen ist unsere erste Versammlung und ich würde mich freuen, wenn ihr zur Unterstützung kommen würdet. Selbstverständlich, Brian. Wir werden sehr gern kommen. Spitze, ich möchte klein anfangen und mich dann mit einer größeren Vereinigung zusammenschließen. Das ist eine tolle Idee, Brian. Du könntest Peter beitreten. Mir beitreten? Nein, Peter, der Organisation. Welche Organisation? Peter. Was? Peter ist ein Akronym, Peter. Bin ich nicht, ich bin katholisch. Passiert das gerade wirklich? Nein, ich meine nur, wenn Brians Versammlung gut läuft, kann er vielleicht bei einer Kundgebung von Peter mitmachen. Wann veranstalte ich eine Kundgebung? Nein, von Peter. Was bin ich? Ich bin Peter. Ich spreche aber nicht von dir, Peter. Ich spreche von Peter. Wenn mir nicht verdammt bald irgendjemand hier etwas erklärt, dann werde ich euch gleich was erklären. Ich bin sehr beschäftigt. Ich glaube, Betty White ist in Peter. Das ergibt nicht mal einen Sinn. Hi, Joe. Hi, Brian. Hör zu, ich will mich für das entschuldigen, was geschehen ist. Ich hatte nicht vor, Bonnie zu küssen. Wir hatten alle zu viel getrunken und es ist einfach passiert. Ich hoffe, du verzeihst mir. Hey, mach dir keine Gedanken. Es war eine abgefahrene Party und sie ist die Salze ausgegangen. Wie kann einem die Salze ausgehen? Jedenfalls ist alles okay. Wirklich? Oh, Gott sei Dank. Ich hatte Angst, dass du sauer bist. Mann, auf meinen Kumpel Brian? Nie im Leben. Hey, ist das dein Auto? Was? Nein! Was macht er? Mein Auto war legal geparkt. Ah, tja,
Vielleicht hat ein Auto gegen irgendein unausgesprochenes Gesetz verstoßen. Eines, das niemand formuliert, weil keiner dagegen verstoßen würde, der Anstand hat. Hey Joe, ist das der Kerl? Lies deinen Text, du sollst nicht sagen, dass du mich kennst. Ich hoffe, dein Tag geht nicht so schlimm weiter, aber ich würde nicht darauf zählen. Hey Brian, ich weiß, zwischen uns herrscht dicke Luft, aber um zu zeigen, dass ich dir nichts nachtrage, spendiere ich dir einen Drink. Aber sicher doch, gern. Was zum Teufel ist passiert? Ah! Wie soll ich laufen? Bleiben die für immer? Ich habe auch meinen Hintern an dir gerieben, während du bewusstlos warst. Ich stelle gern Sachen online. Leute, danke, dass ihr mir helft. Joe hat mir das Leben zur Hölle gemacht. Wir helfen gern. Wenn Joe kommt, sagen wir ihm, er soll Brian nicht so unter Druck setzen. Und dann reden wir über die ganze Sache, um sie aus der Welt zu schaffen. Und dann darf ich meinen Kartentrick zeigen? Wenn noch Zeit ist. Dann beeilen wir uns. Was ist hier los? Was soll das? Wir wissen alle, was passiert ist und wir sind für dich da. Aber wir finden trotzdem, dass du es mit deiner Rache an Brian etwas übertreibst. Ja. Ja, ich meine ernsthaft, genug ist genug. Die Käsehäppchen sind die mit Kräutern. Ich hab die ohne viel lieber. Ich? Ich bin nicht der, der das Heiligtum einer fremden Ehe verletzt hat. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Du hast recht, es ist Brians Schuld. Wir wissen, es ist ihm egal, wo er sein Ding reinsteckt. Frag mal Quackmeyers Vater. Wir entfernen uns vom Zweck dieses Gesprächs. Ja, Brian hat recht. Joe, du übertreibst wirklich. Obwohl Brian seit Jahren versucht, meine Frau flachzulegen und ich ihn deswegen ein wenig hasse. Oh, Brian ist eine Drecksau, das wissen wir alle. Aber wir lassen außer Acht, dass Bonnie eine schräge Schlampe ist, die einen immer spüren lässt, dass was gehen könnte. Was? Wann mache ich das? Ach, komm schon, wann machst du das nicht mit dieser Säusel-Säusel-Babystimme und diesen Dingern, die immer noch Milch spenden? Ich will was sagen! Ich bin Bonnies Freundin, aber ich finde, sie muss die Post nicht immer im Morgenmantel holen. Okay, wir sind uns einig. Bonnie und Brian haben einen miesen Charakter. Quagmire, du denkst jetzt an eine Karte, sagst mir aber nicht, welche es ist. Okay, das reicht. Wie könnt ihr es wagen, Bonnie zu kritisieren? Sie verzichtet seit Jahren auf alle ihre Träume, um sich um Joe zu kümmern. Ja, vielleicht hat sie mich geküsst. Vielleicht hat sie es gebraucht, weil sie in ihrer Ehe so gefangen ist. Es ist wahr. Niemand hier nimmt sich die Zeit, mich zu fragen, wie es mir geht. Brian ist der Einzige. Die verstehen uns nicht. Und du hast was Besseres verdient. Das haben wir beide. Weißt du was? Lass uns abhauen. Wow, wir haben uns heute zweimal sehr erfolglos eingemischt. Ich werde mich für niemanden ändern. Ihr seid doch die zwei mit den Problemen. Ah, wir haben es geschafft. Wir brauchen diese engstirnigen Loser nicht. Das ist so aufregend. Wir können endlich das Leben leben, das wir immer wollten. Zum Beispiel kann ich jetzt Schmuckdesignerin werden und Ohrringe für 20- bis 30-Jährige entwerfen. Pass auf. Hörst du das? So hört es sich an, wenn man sicher keinen gigantischen Fehler gemacht hat. Ich glaube, ich höre es. Oh, warte, wir brauchen Benzin. Hast du sowas wie eine Kreditkarte? Nein, und auch kein Bargeld. Aber das ist mir egal. Ich hab's mit Joe keine Sekunde länger ausgehalten. Es war schon Folter, ihm beim Kreuzworträtsel lösen zuzugucken. Anderes Wort für Eheschließung mit 8 Buchstaben? Desaster. Es geht aber mit einem H los. Hochzeit. Mann, das hier kannst du... Das wird sowas von geil. Ich kann's kaum erwarten. Das ist das Härteste, was ich je im Leben gemacht habe. So, du Kuh, das hast du davon, hier rumzustehen. Das war echt cool. Ich will diese Kuh küssen, aber ich will nicht, dass es meine Idee ist. Hey, Peter, du solltest diese Kuh küssen. Das Schicksal spielt dir in die Hände, Peter, aber bleib cool. Oh, sowas würde ich nie tun. Okay, Quagmire, du solltest diese Kuh küssen. Das mache ich sofort. Aber vielleicht müssen wir dahingehend... Das fühlt sich nicht gut an. Hey, Peter, meine Tochter ist bei den Pfadfindern und... Wir sammeln für Janets Schwangerschaft. Willst du ins Softball? Süßes oder saures für uns? Oh, Ed geht in Ruhestand, wir sammeln. Weihnachtsfeier? Firmenausflug? Weihnachtsmarkt? Mit Fahrzeugtracken? Ach, wurde auch Zeit. Jetzt kann ich endlich auf... Oh-oh. Ich bringe dich nicht um. Ich bin kein Monster, so wie du. Was machst du dann? Verhaftest du mich? Nein, ich verhafte keine Krüppel. Übrigens, du bist verhaftet. Ich hab das nur gesagt, weil ich dachte, es wäre cool. Oh mein Gott, das war genial. Ich hab alles beobachtet. Du gerade so... Und Briggs dann so... Und dann du voll so... Und dann Briggs Beine so...
Oh wow, bei Twitter sprechen schon alle über meinen coole Sauwitz. Du hast ja so recht. Ich bin eine schreckliche Mutter. Es tut mir so leid. Kannst du mir je verzeihen? Oh Gott. Und du lässt Dad nicht mehr durchs Hintertürchen rein. Was immer das heißt. Wusste nicht, dass du es weißt, Meg, aber gut, dass du es erwähnst. Wie wär's, wenn wir uns mal richtig verabreden? Klingt toll. Bis dann. Und? Rate mal, wer am Samstag ein Date hat. Ich nicht. Schmeiß den Hund raus, der Hund flennt. Kann jemand den Hund rausschmeißen? Ich will lesen. Ah, was ist los? Warum hört mich keiner? Es kam ein Krankenwagen vorbeigefahren. Peter, was zum Teufel ist das? Mein Keuschheitsgürtel. Ein Keuschheitsgürtel? Wozu in Gottes Namen brauchst du den? Ich bin enthaltsam. Steht alles in dem Heft hier, das Meg aus der Schule mitgebracht hat. Sex macht normale Menschen schwul und Schwule zu Mexikanern. Jeder rutscht eine Stufe runter. Ach, das ist Unsinn. Man kann junge Menschen nicht zur Enthaltsamkeit zwingen. Was für ein Schaden kann ein bisschen Enthaltsamkeit schon anrichten? Wundervoll. Begrüßen wir den Tag. Du lebst in einem Truck? Nicht übel, du hast einen Tittenkalender hier. Wie schaffst du es zu arbeiten, wenn dich diese Nippel die ganze Zeit anglotzen? Wer sagt denn, dass ich arbeite? Freut ihr euch auch alle auf den Vatertag am Sonntag? Ach ja, richtig. Mittlerweile versuche ich, den Vatertag zu vermeiden. Früher war ich mit meinem Dad immer beim Pferderennen. Jetzt versuchen wir nur noch Sonderangebote zu shoppen. Oh, das ist zauberhaft, nicht wahr? Aha. Glaubst du, man sieht meinen BH durch diese Bluse? Keine Ahnung. Ist sie zu pur? Weiß nicht, was das heißt. Glenn, findest du sie zu pur? Ich sagte, ich weiß es nicht. Bonnie, ich verstehe nicht, warum du das Haus sehen willst. Das Fundament hat sich total verschoben. Das ganze Haus neigt sich in Richtung dieser Klippe da. Aha. Kannst du die Terrassentür aufmachen? Ich nehme es. Hören Sie, Doc, gibt's eine Chance, dass Sie das Ding von meinem Hals entfernen? Nun ja, Ihre Organe sind mit den seinen verbunden. Das wäre ein sehr gefährlicher Eingriff. Sie könnten sterben. Es ist mir egal, ob ich sterbe. Ich meine, vielleicht werde ich in meinem nächsten Leben als Airbag wiedergeboren. Alles okay. Peter ist für dich da. Mach dir keine Sorgen. Es wird alles gut werden, okay? Geht es meiner Frau gut? Nein, die Skistiefel sind nach vorn geflogen und haben ihr den Kopf abgerissen. Du kannst jetzt den Blinker ausschalten. Der nervt ziemlich. Und nun zurück zu Michael McDonald, der an einer Allergie leidet. Ein eskalierender Ehestreit wird gemeldet. Fifth Ecke Maple. Hier ist Officer Swanson. Ich mache mich sofort auf den Weg. Hört zu, Jungs. Wenn so ein Ehestreit eskaliert, kann das ziemlich gefährlich werden. Also will ich, dass ihr im Auto bleibt und keinen Blödsinn macht. Und ich habe es satt, andauernd deine Zehen zu massieren. Das nennst du eine Massage mit deinen Babykarottenfingern? Zur Hölle! Na, warte! Ah! Wir machen deine Finger Zeit. Von mir! Das ist auf, du bist mir. Wenn du mich ausreden lässt, erkläre ich dir, warum du das nicht tun solltest. Später, Brian. Ich muss etwas tun, weswegen die Leute sich an mich erinnern werden. Und aus diesem Grund habe ich eine noch nie dagewesene Flugmaschine erfunden. Ich glaube, mich dunkel zu erinnern, dass ich schon mal irgendwo irgendwas gesehen habe, das mich annehmen lässt, dass die Nummer hier in die Hose geht. Also dann, Stewie, heb ab! Hirsch liefert die Ware. Wir haben benutztes Kondom auf dem Gehweg gefunden. Das ist viel krasser als normaler Müll. Das musst du sehen. Ein benutztes Kondom liegt einfach da und ganz in der Nähe ein Höschen. Peter, komm zu uns raus und schlag ein, weil jemand anders Sex hatte. Jemand hatte Sex? Ich muss die Hand eines anderen Typen berühren, um das zu feiern. Was zum Teufel? Oh Gott! Ah, hier, auf, hier, auf. Ah, oh.
Oh mein Gott, Quagmire wird von einem Hai angegriffen. Ich glaube, der hat seinen Pimmel gepackt. Mann, der Typ kriegt wirklich jeden dazu rum. Ich habe mein Leben damit vergeudet, ein angeberisches Arschloch zu sein. So wie du damals in Disneyland. Hey, Kleiner, kannst du dich für dieses Foto ducken? Was? Wieso? Es ist unser Familienfoto. Und da störst du ein bisschen. Ich werde mich nicht ducken. Duckt ihr euch doch. Ihr stört mich ein bisschen. Sei nicht so ein frecher Bengel und duck dich. Vergiss es. Ich werde sogar aufstehen. Quagmire, geht's dir gut? Sehe ich etwa so aus? Ach, das wird schon wieder. Du musst dir nur die zerquetschte Tomate aus deinem Schritt wischen. Oh, oh mein Gott, Quagmire hat seinen Penis verloren. Lust auf eine Rauchpause? Was? Wir dürfen hier drin nicht rauchen. Wir rauchen nicht, Peter. Wir dampfen. Das machen alle, sogar Dampf Vader. Ich finde ihren Mangel an Dampf beklagenswert. Komm schon, Peter. Versuch's mal. Was ist passiert? Auf einmal habe ich das Gefühl, dass ich es besser weiß als alle anderen. Chris ist nach Woodstock gefahren? Ich muss sofort hin und ihn zurückholen, bevor was Schlimmes passiert. Schatz, ich nehme den Kleinwagen, um Benzin zu sparen. Autos sind damals größer. Jim Cutter, die Fusion aus Turnsport und Karate. Dad, Family Guy hat zwei deiner Songs verwendet. Das ist ganz toll. Aber ich bin nicht dein Dad, ich bin Kenny Loggins und du ein Groupie, das ich für Sex mitgenommen habe. Dad, Family Guy hat... Siehst du, das ist meine Tochter. Habe ich das Gratis-Mittagessen gewonnen? Ginge das auch am Wochenende, weil ich nämlich... Was soll das? Wir werden verhaftet? Wir haben nichts angestellt. Wir verhaften euch nicht. Wir nehmen euer Flugzeug. Los, Javi, hol dir die Schlüssel für den SUV. Oh, dieser dämliche, fette Bimbo. Das ist das falsche rassistische Schimpfwort. Nein, ich weiß, ich habe an Bill Cosby gedacht. Was ist los? Haben wir so einen schrecklichen 7 Uhr morgens Flug? Nein, aber um eine Fledermaus zu fangen, muss ich wie eine Fledermaus leben. Ich muss nachts wach sein. Es ist eine düstere Mission, Lois. Okay, und wie gehst du weiter vor? Wie jeder weiß, gucken Fledermäuse eine Menge Softpornos auf Cinemax. Also sollte ich da vielleicht mal anfangen. Aha! Endlich sind wir da, Brian. Wir sind in Indien. Verzeihung, Mann ohne Pupille. Wo können wir hier ein Taxi bekommen? Gut, los geht's, Stewie. Finden wir Padma. Das sollte in diesem Traumland der Wunder nicht schwer sein. Ich atme bereits jetzt den Duft der Erleuchtung und der Gelassenheit. Das ist wundervoll, nicht wahr, Brian? So gelassen, dass mir die Tränen kommen. Da, ich sehe ein Taxi mit weniger als 9 Leuten drin. Während der letzten 2 Wochen habt ihr beide euch immer nur gestritten. Wie wäre es, wenn ihr euch eine Auszeit nehmt? Kommt mit nach Martha's Vineyard und seht zu, wie mir der Preis überreicht wird. Wow, das hört sich wahnsinnig verlockend an. Moment, das hört sich wahnsinnig teuer an. Können wir nicht was Nettes hier zu Hause machen? Hier kann man sich auch entspannen. Hey Leute, ich habe beschlossen, Basstrommel spielen zu lernen. Ich fange an zu packen. Also, Mac, als amerikanischer Staatsbürger muss man eine klare Meinung zu gewissen wichtigen politischen Themen haben. Wie stehst du zur Abtreibung? Ich stehe meistens so. Oh Gott, oh mein Gott. Oh, Peter, was ist hier los? Joe, zurück ins Haus, der Rumpel dreht sich noch. Joe, du musst wieder zurück ins Haus. Zurück ins Haus. Oh, nein. Oh, Joe, oh. Es tut mir leid, Kumpel. Ist schon gut. Alles in Ordnung. Geht's dir gut? Schon okay, es geht mir gut. Es geht uns allen gut. Das war wirklich krass. Musik
Seht euch das an. Jetzt werde ich aber wirklich misstrauisch. Hat hier jemand eine Pizza bestellt? Ich muss dich um etwas bitten. Und es ist etwas Großes. Ich meine, es gibt nichts Krasseres, worum mein Kerl seinen Kumpel bitten könnte. Hey, wir sind beste Freunde. Was brauchst du? Gut, und du musst wissen, dass ich dich niemals um sowas bitten würde, wenn es eine andere Möglichkeit gäbe. Gott, Quagmire, was willst du? Shamise will sich nicht scheiden lassen, weil sie mir nicht glaubt, dass ich schwul bin. Also muss ich dich bitten, mit mir zu schlafen, während sie zusieht. Wirst du dich anziehen? Ja, ich schwör's. Bleibst du angezogen? Ja, ich versprech's, ich werde dich nie wieder mit meinem Körper belästigen. Bitte mach, dass das aufhört. Gut. Dad, kannst du mich mit dem Auto zum... Was ist das für ein Ding? Mach doch das weg! Was ist denn hier los? Oh mein Gott, Peter, das ist eine scheiß Ratte. Halt sie fest, ich hol das Gewehr. Ja, besorg sie ordentlich, alter Mann. Vielleicht sollten wir es aufschieben, noch ein Kind zu bekommen. Ja, mag sein, du hast recht. Nein, du musst seinen Samen empfangen. Komm sofort wieder her, du fetter Bastard, und mach's ihr! Was hast du da eben gemacht? Nein! Du hast meinen Bruder umgebracht! Das Funkeln, er lebt noch. Tja, gut gelaufen, Spermbruder, gut gelaufen. Hey Babe, wie sieht's aus? Machen wir Samstagabend einen drauf? Stewie, was willst du hier? Ich hab dir doch gesagt, dass ich mich jetzt für andere Männer interessiere. Ach ja? Ich sag dir, wofür du dich interessierst. Mieses Aussehen. Stewie, das war ziemlich gemein. Nein, gemein wäre es gewesen, wenn ich zur Begrüßung gesagt hätte, oh, hey, Ray Liotta, ist Olivia zu Hause? Oh, warte, du bist ja Olivia. Verstehst du? Ich hätte dich für Ray Liotta gehalten, weil deine Haut eine verblüffende Ähnlichkeit mit einem Zierkürbis hat. Also, dann hol ich dich um 7 ab. Das hört sich toll an. Ach, ich kaufe so gern in der Weihnachtszeit ein. Ugh, diese Schnellrestaurants sind so deprimierend. Man sieht immer, welche Väter von ihren Söhnen enttäuscht sind, weil sie beim Essen immer noch ihre Jacken anhaben. Wie schmeckt's dir, Dummkopf? Leider ist Fressen nicht Mathe. Sonst könnte ich wenigstens stolz auf dich sein. Ich möchte bei Mom leben. Ich weiß, ich auch. Ach, es ist wirklich schwierig, Cleveland zu ersetzen. Ich vermisse ihn. Peter hat recht, wir müssen einen neuen Schwarzen finden. Ja, sonst sind wir nur ein paar langweilige weiße Typen wie in einem Londoner Gentleman's Club. A few moments later. Gut, ihr Lieben, legt eure Bananen und Donuts wieder auf den Tisch. Wir sind fertig mit der Übung. Jetzt konzentrieren wir uns auf das weibliche Genital. Oh, großer Gott! Ich meine, warum, nicht wahr, andere Männer? Oh Gott, Jerome kommt gleich und dann sind wir komplett am Arsch. Dann müssen wir jetzt das tun, was Ehrenmänner tun. Realistische Puppen von uns basteln, die wir in der Bar sitzen lassen, damit Jerome sie verprügeln kann. Scheiße, was ist mit meiner Bar passiert? Mein Gemälde! Wow, es funktioniert. Guter Plan, Peter. Danke, Jungs. Oh nein, mein echtes Ich ist noch da drin. Er fällt drauf rein, Jungs. Er denkt, ich bin ich. Letzter Aufruf für die Sind wir bereit zum Angriff? Oh ja, und viele Menschen werden sterben, Rundfahrt. Okay, ich glaube, ich habe da einen Verdacht. Nichts wie hin. Nein, Leute, das schaffen wir nicht zu Fuß. Wir müssen dem Jungen den Jetski wegnehmen. Das Schiff liegt vor uns. Wir werden es locker schaffen. Es gibt keinen anderen Weg. Peter, wir sind schon auf dem Schiff. Es lag wirklich total nah vor uns. Geschafft. Du wolltest nur Jetski fahren. Ich wollte nur Jetski fahren. Cleveland! Cleveland! Oh, geil, Eiersalat. Peter, dieser Laden ist seit Jahren geschlossen. Na und? Eiersalat wird nicht schlecht. Oh, leck mich am Arsch, ich brauche Milch. Oh, das war meine Rettung. Peter, ich werde meinem Baby einen Gute-Nacht-Kuss geben. Los, ich hatte eine Affäre und wir sollten darüber reden. Sein Ding in eine Grapefruit reinzubohren, ist keine Affäre. Siehst du, da liegt ein Menschenbaby drin. Peter, geh mir bitte aus dem Weg. Toll, wir haben die Türklingel aufgeweckt. Ich glaube, es gab eine Verwechslung im Park. Mein kleiner Stewie. Ich habe die Firma 40 Jahre geleitet. Er hat sogar mein Konto gesperrt. Ich bin pleite. Das ist doch lächerlich. Ich rede mit ihm, wenn er zu Hause ist. Was zum Teufel ist das?
Verdammt, Peter! Dein Flugzeug hat meinen Rasen in Brand gesetzt! Ja, das dürfte reichen. Peter, ich will dein Geld nicht! Dann nimm ein Paket Jeremy Irons Cerealien. Wow, seht euch nur alle diese coolen Sachen an! Mann, was glaubt ihr, wozu die Dinger gut sind? Ha, das Ding macht überhaupt nichts. Das finde ich merkwürdig. Ah! Oh mein Gott, Peter! Du bist ich! Heilige Scheiße! Oh, ist ja heiß. Quietsch, quietsch. Das war wunderschön. Ich sag meinen Freunden, dass ich sie geknallt hab. Jetzt verschwinde, du bist nur ein verlogener Heuchler. Ich hab echt Scheiße gebaut. Das letzte Mal habe ich mich so schlecht bei dem Geschwindigkeitsschild gefühlt. Oh. Peter, wenn du mit der Achterbahn fahren willst, wirst du eine Diät machen müssen. Eine Diät, hä? Und wie geht sowas? Na ja, fang an, Buch darüber zu führen, was du isst. Na gut, wenn ich dadurch in diese Achterbahn komme, dann mache ich eben eine Diät. Und ich höre erst auf, wenn ich so gut aussehe wie meine Tante, Beine bis zum Hals, Griffin. Hey Baby, gehen deine Beine etwa bis zum Hals? Aber ja, das tun sie. Ah, oh mein Gott, du bist ein Monster. Komm zurück, ich lass dich auch in meinen Hinterkopf rein. Oh Gott, ich vermisse Peter schrecklich. Schwul oder nicht, ich wünschte, er wäre noch hier. Mir fehlt Dad auch, Mom. Aber wir werden es schon schaffen. Wir halten zusammen. Ja, viel mehr als eine asiatische Familie. Bist du schon Doktor? Nein, Dad, ich bin 12. Red mit mir, wenn du Doktor bist. Peter, du hast wohl etwas zu viel erwischt. Vielleicht solltest du dich zurückziehen. Was redest du, Lois? Es ist Feiertagstradition, dass sich Väter an Thanksgiving besaufen. Ich arbeite hart, um ein Füllhorn auf den Tisch zu bringen und du präsentierst dein Fußgelenk jedem dahergelaufenen Tom. Tom und noch einem Tom hier im Dorf. Sprich nicht auf diese Weise mit Mutter. Das reicht, der Gürtel kommt zum Einsatz. Glaube mir, Glenn, ich weiß, was du durchmachst. Das weißt du nicht! Du hast einen bei einer Operation entfernen lassen. Meiner wurde von einem Hai abgebissen. Ich weiß, wie schlecht es dir geht, also habe ich dir etwas mitgebracht. Ist das dein... Ja, Glenn, das ist mein Penis. Und ich will ihn dir schenken. Ich kann deinen Penis nicht annehmen, Dad. Bitte nimm ihn. Wenn du ihn nicht willst, gebe ich ihn Paul Ryan. Ich bin sprachlos. Dankeschön. Du hast schon viel Blödsinn gemacht, aber das Internet zu zerstören war das Blödsinnigste. Sieh dir dieses Chaos an! Wie soll ich nur fahren, ohne SMS zu schreiben? Warum kann ich dieses Video nicht posten? Hallo. Was haben Sie gesagt? Warum gucken Sie nicht auf Ihr Handy, Sie Psycho? Wieso liked keiner meine Posts? Ich hasse alle eure Posts! Hallo. Da! Ist das da Ihr Kleiner? Oh nein, das liegt nur daran, wie ich sitze. Oh mein Gott! Was? Was ist denn, Lois? Die Kleine da drüben, das ist Chris' Freundin. Hey, die sieht ja ziemlich ähnlich, Lois. Wirst du es Chris sagen? Naja, mir bleibt keine Wahl, aber er verträgt schlechte Nachrichten nicht. Oh, Chris, Schatz, es tut mir so leid, dir das sagen zu müssen, aber dein Großvater ist tot. Schön zu sehen, dass Sie sich alle so langsam ins Geschäftsleben einarbeiten. Brian, tolles Accessoire. Hol ihn dir, Junge. Das werde ich. Ich werde ihn mir holen. Was hast du getan? Du hast mich fast erschossen, du dumme Sau. Aber nur, weil du geschrien hast. Zuerst hast du geschossen, deswegen habe ich geschrien. Deswegen habe ich geschrien. Ich hab dich im Auge, Bürschchen. Peter, das ist für mich kein Urlaub. Verdammt, ich will wieder gesund werden. Ja, ist ja gut, okay. Heute Nachmittag ist Softball angesagt. Eine Mannschaft von uns Drogensüchtigen gegen die schwangeren Teenager vom anderen Seeufer. Darf ich um Aufmerksamkeit bitten? Körperliche Bewegung baut die Muskulatur wieder auf. Berücksichtigt den Wasserwiderstand. Noch 10 Übungen. Und 1 und 2 und 3.
Ich bin ebenfalls süchtig nach Möpsen. Ich hoffe, du planst nicht, das ganze Wochenende hier zu liegen und fernzusehen. Das ist genau das, was ich vorhab. Es ist Premium-Sender gratis Vorschauwochenende. Sogar Cinemax. In einer Serie geht's darum, dass zwei Busen miteinander kämpfen. Leider findet kein Geschlechtsverkehr statt. Dann rechne mit sehr viel sauertöpfischem, arme verschränktem, missbilligendem Kopfschütteln. Als Gegenleistung biete ich dir viel genervtes Ehemann Augenrollen. Unser neuen Social-Media-Chef Hammer. Leute, es geht ab, ich bin Hammer. Ich will euch eine Liste meiner Triggerwarnungen geben. Was ist deine Triggerwarnung? Ich sag's dir, brah. Mich zu fragen, was eine Triggerwarnung ist, triggert mich voll, brah. Ich fühle mich traumatisiert, brah. Und jetzt twitter ich über dich, brah. Und jetzt trendest du krass, brah. Und jetzt ist dein Leben im Arsch, brah. Und jetzt bist du gefeuert, brah. Was? Was wird jetzt aus brah? Der Mangel an Diversität hier ist auch ein Schocker, brah. Brah ist weg. Rally Kinderzigaretten präsentiert Ihnen Family Guy. Peter, Brötchenverdiener und Familienoberhaupt. Lois heißt seine Frau. Das sind ihre Kinder. Das ist Chris, der Erstgeborene. Das ist der kleine Stewie. Oh Mann, was für ein Racker. Meg. Wir vertrauen nicht jeder Zigarette für unsere Kinder. Raleighs Kinderzigaretten werden als einzige für kleine Hände gemacht. Deswegen sind sie auf dem Spielplatz so beliebt, nicht wahr? Hey Brian, ich muss mit dir über das Geld reden, das ich für dich investiert habe. Ich wusste es, du hast alles verloren. Ich hätte dir nie mein Geld geben sollen. Die Börse ist hoffnungslos, wie seinen eigenen Schwanz zu jagen. Gott, er ist direkt hier und trotzdem 1 Million Kilometer weit weg. Warum nur? Ich habe dein Geld nicht verloren, Brian. Ganz im Gegenteil, hier sind 1000 für die Autoreparatur und nochmal 1000 Gewinn. Die neue Kappe sieht cool aus. Da bin ich sicher. Soll ich dich informieren, wenn wixerkappen.com wieder Ausverkauf hat? Gern, da kann ich mir die Jeanskappe auch leisten. Ich mag dich, Brandy. Ich mag dich auch. Das ist krank. Du hast ein krankes Date. Peter, was machst du hier? Ich mach den Popcorn-Eimer-Trick mit mir selber. Ich kann ihn immer noch nicht finden. Da wird man demütig. Hey, Peter, was soll die Kappe? Ich tue so, als wäre ich ein Veteran. Was? Das ist der Hammer. Veteranen werden top behandelt. Man sieht nie einen obdachlosen Veteran. Und die Leute sind echt nett. Egal, wo ich bin, machen sie die Tür auf. Willkommen, Sir. Dankeschön. Hey, vergiss nicht, wenn richtig fette Leute kommen, machen wir immer beide Türflügel auf. Hey, Quagmire schuldet mir sowieso noch einen Gefallen. Als er das letzte Mal weg war, habe ich seine Eier gebrütet. Peter, Zeit fürs Essen. Ich kann die Eier nicht allein lassen, bis Quagmire zurück ist. Wir essen heute Burger. Naja, ich habe diesen Mungo schon eine Weile nicht gesehen. Wir essen heute Burger. Ich hab's gehört. Hast du die Sesambrötchen besorgt? Wir essen heute Burger. Der Mungo. Die Mungos! Oh, eine Nachricht! Ich kümmere mich um unser kleines Problem. Wir werden bald zusammen sein, in Liebe, Gretchen. Ha. Meg, du bist doch eine durchgeknallte Psychopathin. Was hat das zu bedeuten? Oh, diese Frau ist eine verschmähte Verehrerin, die Mom umbringen will. Ah, danke. Bist ein braver Hund, Meg. Peter, was hast du getan? Er hat mich und Joe ein bisschen in Bedrängnis gebracht, also haben wir gedroht, seine Familie zu zerstören. Was? Ja, ich finde das auch ziemlich frech von ihm. Ich schlag mich nicht auf deine Seite, Peter. Egal, was du getan hast, du wirst ihn finden und ihn zurückbringen. Na gut, ich werde ihn finden. Gott, tut mir leid. Du bist ja noch humorloser als ein Tintenfisch auf dem Meeresgrund. Wow, wir sitzen hier ganz schön in der Tinte. I'm Peter Griffin, inventor of the Shoot Shoot. Are you about to walk down the aisle and afraid you'll leave it brown? Did you eat creamy soup just before the opera? Are you George Brett at an awards ceremony? Then you need a tux with the Suit Shoot. But every year when I go to the Emmys, the heat I'm packing is clumpy and smells terrible. Not anymore, thanks to the Suit Shoot. And the winner is your socks and shoes. Hey, Blödmann, was soll das? Das ist meine Tochter. Ja? Was wollen Sie gegen mich unternehmen? Was ich jetzt unternehme? Ich prügel dir deine Zähne durch die Speiseröhre zum Arsch raus. Du findest das komisch, dass er Saft auf den Boden verschüttet? Das macht die Turnschuhe von allen pappig und dann müssen wir uns den ganzen Tag anhören. Auf die Knie und leck das auf. Was? Ist das Ihr Ernst? Das ist mein Ernst. Ich bin der Rektor. Also, wie schafft es jemand ohne Geld zum Flughafen zu kommen? Hey Kumpel, du blockierst die Steckdose. Tut mir leid, es gab keine Stühle.
Hallo Peter, wie war's in Vegas? Doch, das ist spitze. Okay, Chris, Frauen stehen total auf Feuerwehrmann-Kalender. Also schießen wir hier drin ein paar Fotos von dir, wie du Feuerwehrmann-Kram machst. Willst du das wirklich tun, Peter? Auch wenn Stewie enttäuscht war wegen des Weihnachtsmarkts. Er wird drüber wegkommen. Er ist ein glückliches, ausgeglichenes Baby. Ich weiß nicht. Wenn wir nichts tun, werden Stewies erste Worte sein: Warum habt ihr Weihnachten getötet? Und ich will den Weihnachtsmarkt auch wieder. Ich weiß, normalerweise bin ich ein knallharter Geschäftsmann, aber tief in meinem Innersten gibt es nur eine Kraft, die mich antreibt. Staunen. Staunen über Wunder. Tja, dann hast du dir echt was vorgenommen, Peter. Mein Vater hat Weihnachten immer gehasst. Aha. Ja. Dann schieb dir den auch mal in den Mund. Hast du ein Mauspad? Aha. Gut, roll's zusammen und stopf es auch rein. Hast du auch einen Ordner mit den Firmenvorschriften bekommen? Okay, das heißt wohl ja. Ich bin ziemlich sicher, du weißt, was du damit tun sollst. Okay, glaubst du, es passt noch mehr in deinen Mund rein? Dann sollten wir jetzt mal die anderen Löcher auffüllen. Also, jetzt nimm das Walkie-Talkie und geh mit mir die Checkliste durch, okay? Na gut. Peter hängt an einem Telefonmast. Check. Peter durchschneidet die Drähte vom Alarm. Check. Sexy Peter lenkt die Wachmänner ab. Check. Hallo, ihr Süßen, kommt doch mal vorbei und habt Sex mit mir. Van voller Peters, die alle streng dreinblicken, weil sie gleich einen Raubüberfall machen. Check. Holla, 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 was geht, Partyfreunde? Oh, was zum Teufel sind das für Dinger? Vorhänge? Langweilig. Leck mich am Arsch, ist das voll hier drin. Hey. Das ist fabelhaft, macht das Zimmer viel größer. Peter, da bist du ja. Wo warst du? Ich hab mir Sorgen gemacht. Ein paar Red Bull gekippt, nach New York gefahren. Was soll's denn? Ah, hallihallo, mein kleiner Freund. Warten, bis Regen aufhören. Sie sollten nach Hause gehen. Hier ist zu viel Regen, ich bleibe. Es soll die ganze Nacht regnen. Ich hier schlafen. Das finde ich nicht so gut. Ich hier schlafen. Krieg ich hier drüben auch eine Decke? Nein, nein, dein Fett dich warm halten. Nein, nein. Du kannst nicht betrachten, was du nicht sehen kannst. Sie begingen eine Reihe ausgefeilter Morde und hinterließen Hinweise, die mich zu dem angeblichen schottischen Schlechter führten. Währenddessen hatten zwei zahnlose britische Obdachlose schmutzigen Sex in einer Gasse. Sie sollten die Großeltern der Typen von Oasis werden. Warum trauerst du um einen Stoff dir, wenn ich echt bin und es mich noch gibt? Weil Rupert für immer bei mir geblieben wäre. Er hätte mich niemals verlassen. Na und? Ich werde dich auch nie verlassen. Ach, wirklich? Brian, seien wir ehrlich, du bist ein Hund mittleren Alters. So viele Jahre bleiben dir nicht mehr. Und eines Tages, der viel zu früh kommt, werde ich in einem Armani-Anzug auf deiner Beerdigung weinen. Und man wird sagen, oh, schöner Anzug. Und ich werde sagen, warum redet ihr über meinen traumhaften 2000-Dollar-Anzug? Mein Freund ist tot. In der Geschichte geht's weniger um mich und mehr um deinen Anzug. Fahr zur Hölle! Dad, du hältst die Zeitung verkehrt rum. Stimmt nicht, du blöde Kuh. Leute, als euer reicher Gastgeber würde ich gern das Wort erheben, wenn ich darf. Ich kann euch gar nicht sagen, wie beglückt ich bin, endlich ebenbürtige Freunde gefunden zu haben, mit denen ich so viele gemeinsame Interessen teile. Und da kommen die Leute, die hier wohnen. Tut mir leid, dass du deine reichen Freunde verloren hast. Entschuldigung, ist einer von euch beiden Chadley? Er hat seine Geldbörse vergessen. Chica-chica! Nun, dieses Chica-Chica lässt mich annehmen, dass du nicht Chadley bist. Oh nein, ich habe zu früh gechica-chicat. Cleveland hat auch gesagt, es ist gesund für ein Paar, wenn sie gemeinsame Freizeitaktivitäten haben. Also, nachdem du golfen magst, dachte ich, wir spielen eine Runde. Und was mache ich? Ziele ich einfach auf den Teich? Nein, du sollst ihn nicht ins Wasser schlagen. Du hast ihn ins Wasser geschlagen. Ich weiß, ich habe ihn ins Wasser geschlagen. Warum gibt es überhaupt Wasser, wenn der Ball da nicht rein soll? Weil es Spaß macht. Wir haben Spaß. Das ist weiter ge... You know.
Du kannst keine Geheimnisse für dich behalten. Doch, das kann ich sogar sehr gut. Das habe ich als Gynäkologe bewiesen. Hier sind die Ergebnisse von Ihrem Ultraschall und ich habe Neuigkeiten für Sie. Sagen Sie nichts, wir wollen nicht wissen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Oh, okay. Also S atmet nicht. Hallo, ich habe meine neuen Zähne bekommen. Na, dann komm rein, Brian, und zeig sie. Gut, dann komme ich jetzt. Oh mein Gott, sind das tolle Zähne! Hey, vielleicht kannst du uns helfen, den Damm zu bauen. Für die Nummer braucht man aber ganz schön Biss. Überleg's dir, ich wollte dir nur auf den Zahn fühlen. Wir setzen ihn nur sehr gezielt ein. Also, seid ehrlich, ihr findet sie grässlich. Nein, Brian, machst du Witze? Sie sind fantastisch. Du siehst aus wie ein Filmstar. Wirklich? Ja, du bist wie ein gut aussehender Jim Carrey. Ich kann nicht glauben, dass sie euch gefallen. Ja, Brian, damit wirst du jede Menge Stuten abschleppen. Ja, 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 ja. Brian, du hast deinen Look gefunden. Die beste Schönheits-OP in der Familie seit der Mopsvergrößerung von Lois. Wie ist das passiert? Ich habe dem Arzt gesagt, C-Körbchen. Ich habe ihm was anderes gesagt. Er hat einen verdammt guten Job gemacht. Okay, jetzt haben wir ihn so oft eingesetzt. Gut, hiermit habe ich offiziell jedes Video, das auf YouTube steht, gesehen. Und davon ist kein einziges schlecht. Diese Lieferscheine müssen auf der Stelle sortiert werden. Ich komme gleich wieder. Und schon ist sie weg. Warum verdrückt sie sich immer, wenn hier Arbeit reinkommt? Sie macht nur eine Rauchpause. Ein gehörloser Mensch, der raucht. Das ist seltsam. Warum ist das seltsam? Es gibt keinen Grund, dass das seltsam ist, aber es ist seltsam, oder? Ja, Griffin, es ist seltsam. Soll das etwa heißen, wenn ich mich vor etwas drücken will, dann muss ich nur eine Rauchpause machen? Ja, das ist wohl so, aber Sie rauchen ja nicht. Doch, ehrlich gesagt rauche ich schon. Schön, Griffin. Sie sind eindeutig Raucher. Genießen Sie Ihre Pause. Mit dem Rauchen kann ich mich jetzt vor lauter Sachen drücken. Endlich stehe ich über dem Gesetz, wie mein Vorfahre aus dem 14. Jahrhundert, König von Dänemark, Griffin. Mehr Wein, mehr Weiber, mehr Tisch! Ich habe einen Herzinfarkt. Ist zufällig ein Arzt am Tisch? Ja, ich. Komm her, schnell, lauf! Aber der sehr weit entfernte Arzt schaffte es nicht rechtzeitig. Deswegen haben wir hier in Dänemark seitdem sehr kleine Tische. Oh nein! Nur die Ruhe. Ich habe nirgends gelesen, dass die Sheriffs nicht gern von Nordstaatler-Großkotzen von oben herab behandelt werden. Tag, die Herren! Officer, was ist denn los? Wir stehen unter immensem Zeitdruck. Sie sind wohl nicht aus der Gegend, habe ich recht? Hey, Sheriff, Sie verstehen mich wohl nicht. Ich versuch's mal in Ihrer Sprache. Doi, 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 doi. Es tut uns echt leid, Sheriff. Wir sind bereit, bedingungslos mit Ihnen zu kooperieren. Drohen Sie mir etwa? Nein, Sir. Was heißt hier, Sir, Junge? Ich bin Hüter des Gesetzes. Von diesem Bezirk bezahlt und mir ist aufgefallen, dass bei Ihnen ein Scheinwerfer kaputt ist. Ehrlich? Ich hab doch alle... Und wie ich sehe, funktioniert auch das Blinklicht nicht. Hören Sie, ich bin auch Polizeibeamter, also kenne ich diese Spielchen. Ich wende Sie selbst an. Überlegen wir uns doch, wie wir uns einig werden. Sie sind ein Cop, hä? Zeigen Sie mir Ihre Marke. Sieht aus, als wären Sie jetzt Zivilist. Ich muss Ihr Fahrzeug durchsuchen. Na, sieh mal einer an. Was haben wir denn da? Hören Sie auf, das haben Sie da reingelegt. Wir hatten Drogen? Oh Mann, warum fahre ich besoffen, wenn ich hätte high fahren können? Ihr Jungs habt eine Menge Ärger am Hals. Zentrale Sheriff Nichols, ich habe hier vier Männer, die unter Verdacht auf Drogenbesitz stehen. Ich beschreibe sie. Ein Afroamerikaner, ein Krüppel, ein Dürrer und ein Hübscher. Ja! Sie kommen alle mit mir zur Hauptwache. Oh, Kacke! Ganz ruhig, Jungs. Keine Angst, ich spreche die Sprache von dem Typen. Country-Musik. Und weiter? Square Dance. Aha, ich höre Ihnen zu. Cowboy-Stiefel? Ihr werdet für lange Zeit aus dem Verkehr gezogen. Und jetzt ganz langsam, Dr. Jones. Mehr Alkohol und mehr Dope. Erstmal aus der Wanne steigen, Dr. Jones. Ich will ein altes Flugzeug fliegen. Ich halte das für keine schlaue Idee. Kein neues, sicheres. Ja, habe ich kapiert. Ah, da ist ein Skelett in meinem Schlafzimmer. Das ist Ihre Frau, Dr. Jones. Vielleicht verzichten wir heute auf den Ohrring? Nein, Ohrring will ich jeden Tag. Hey, Dad. Ja, Kumpel? Als du ein Kind warst, was wolltest du werden, wenn du groß bist? Nun ja, ich wollte Rockstar werden. Und warum bist du keiner geworden? Deinetwegen, Kumpel.
Ich habe Mädchen im Handyladen angelächelt und jetzt sitze ich hier fest und esse mit dem Jungen Frühstücksflocken zum Abendessen. Für mich wirst du immer ein Rockstar sein, Dad. Du hast mein Leben versaut. Ich gehe ins Bett. Und dann hätten wir einen Schokoladenschokokuchen gefüllt mit Schokolade an Schokoladeneis mit geschmolzener Schokolade obendrauf. Einmal das bitte mit 4 Löffeln. Wohl eher 4-mal das mit einem Löffel für mich. Fürchte dich nicht, hübsche Frau, die noch nie eine Beziehung hatte. Ich wurde gesandt, um dir die Botschaft zu bringen, dass du heute Nacht schwanger mit dem Sohn Gottes wirst. Es ist ein Wunder, yay! Ach ja? Ja, und er wird bald hier sein, also solltest du dich ein bisschen frisch machen. Dreh doch mal eine kleine Runde im Bach. Oh, und er will vermutlich nicht, dass ich dir das erzähle. Aber mach dich drauf gefasst, dass er dich währenddessen auf den Hinterkopf schlägt. Gib mir Kohle, gib mir Kohle, gib mir Kohle, gib mir Kohle, gib mir Kohle. Mom, warum muss ich bitte mit Stewie baden? Weil Estelle mir gesagt hat, dass jemand Gefahr läuft zu ertrinken und dass ich deswegen Vorsichtsmaßnahmen treffen sollte. Darum hat ab heute jeder einen Badefreund. Hey, Mac, guck mal. Griffin Residenz? Hi, Dad. Ich wollte nur sagen, dass ich gesund angekommen bin. Und munter? Ja, Dad. Und munter. Oh, gut. Um das munter bin ich immer besorgt. Ach, es ist umwerfend hier, Dad. Ja. Du würdest es nicht glauben. Die Wohnung ist riesengroß. Aha. Man hat einen tollen Ausblick. Aha. Und... Dad, irgendwas stimmt nicht. Jemand ist eingebrochen. Oh mein Gott, sie haben Ruth. Jetzt sind sie, glaube ich, hinter mir her. Okay, Mac. Du musst mir jetzt ganz genau zuhören. Dreh durch. Achte auf keinerlei Details. Hab schlimme Gedanken. Atme flach und sehr schnell. Versteck dich unterm Bett, aber so, dass deine Füße rausgucken. Oh mein Gott, Dad, werden die mich entführen? Ich hab solche Angst. Meg? Meg? Ich weiß nicht, wer sie sind. Ich weiß nicht, was sie wollen. Aber ich habe überhaupt keine besonderen Fähigkeiten. Ich habe keine Ahnung, wie ich sie finden soll. Aber was ich hab, sind $2 und eine Casio-Armbanduhr. Eins davon können sie haben. Drakkar Noir. Die Typen meinen's ernst. Lois, Meg ist tot. Sie tragen keine Brille. Die ist kaputt, ich habe meine Linsen drin. Ich kann ihre Augen sehen und ihre Wimpern. Die sind wunderschön. Wen interessiert's? Was bringt das? Griffin, Sie sind mir noch nie richtig aufgefallen. Und mir gefällt, was ich sehe. Okay. Oh nein, der Stift ist mir runtergefallen. Oh, ich heb ihn auf. Ja, wir werden noch viel Spaß miteinander haben. Entschuldigen Sie bitte. Hör zu, wir müssen ein ernstes Gespräch darüber führen, dass du mir keinen Sohn gebären willst. My Lord, das haben wir besprochen. Wir müssen Sex haben, damit ich einen Sohn gebären kann. Oh, ich weiß, aber ich bin so ausgelaugt und habe immer so viel zu tun. Und ich wollte neulich, aber da habe ich dich nicht gefunden. Also liegt es an dem überfüllten Kalender von uns beiden. Warum machen wir es nicht heute Abend? Ja, heute Abend könnte funktionieren. Oh nein, ich habe morgen ganz früh diese Sache. Oh, wie wär's morgen um 4? Du weißt, dass ich meine Mutter morgen um 4 treffe. Oh, verflixt, ich werde morgen um 4 sowas von geil sein. Ich muss sagen, ich bin dir ein bisschen böse, dass du nicht verfügbar bist. Wir können es jetzt gleich treiben, hier auf dem Tisch. Hä? Oh, Kacke, es ist fast 3. Ich muss dringend los. Wohin? Es ist Sonntag. Die Airline zwingt uns, an einem Seminar teilzunehmen. Was zu tun ist, wenn eine Drohne vor dem Flugzeug auftaucht? Ja, dieses gefährliche Verhalten ist in der Vollidioten-Community sehr verbreitet. Wirklich? Habe ich im Idioten-Newsletter nicht gelesen. Nur einen Artikel darüber, wie man Feuerwehrautos hinterherfährt, um schneller irgendwo hinzukommen. Wartet nur, bis ich am Golfplatz bin und mich wundere, dass es da nicht brennt.
Das ist ein echtes Problem. Heutzutage kann sich jeder Trottel online eine Drohne bestellen. Oh. Es gibt keine Vorschriften. Oh. Und die meisten haben Kameras, sodass man Leute ausspionieren und ihre Privatsphäre verletzen kann. Oh. Bestellst du gerade online eine Drohne? Worauf du einen lassen kannst. Das wird ein Spaß, eine Drohne zu besitzen. Das wird noch spaßiger als Frühstück im Brot. Hi, Lois. Das ist ein schöner Morgen. Darauf sollten wir einen Toast sprechen. Ich weiß nicht, was das soll, aber wir sind mit unserer Hypothek 4 Raten im Rückstand. Sowas, dann sollten wir vielleicht kleinere Brötchen backen. Ich werde die Kinder mitnehmen und eine Weile bei meinen Eltern wohnen. Unsinn, wir sitzen doch alle im selben Boot. Ah, Brian, du hast es geschafft. Ich gebe eine Teeparty. Bitte setz dich. Ja, du hast mir 80 SMS geschickt. Ich habe keine Zeit, Luft zu schlürfen und so zu tun, als würde ich einen Holzkeks essen. Ach, und warum hast du keine Zeit? Gut, ich habe Zeit. Und du musst nicht so tun, als ob. Es gibt echten Tee, echte Milch und den besten Honig, den du je im Leben gekostet hast. Oh, der Honig ist gut. Wo kaufst du den? Gar nicht. Ich züchte Bienen. Du züchtest Bienen? Bist du etwa Imker geworden? Ja, Mom hat die Einschreibung zum Fußball verpasst, also mache ich am Wochenende das. Tja, ich muss sagen, das kannst du echt. Vermutlich könntest du das Zeug verkaufen. Wirklich? Hältst du ihn für so gut? Ja, er ist aus der Region, direkt aus dem Bienenkorb. Auf einem Bauernmarkt würden alle darauf abfahren. Du kannst wahrscheinlich $20 bis $30 pro Glas verlangen. Oh, jetzt habe ich Blut geleckt, Brian. Ich fühle mich wie ein Achtklässler, der gerade Sex hatte. Und, habt ihr es wirklich getrieben? Oh ja. Ich möchte einen Beweis sehen. Wie kann ich das beweisen? Vielleicht mit der Unterhose von Pater O'Leary? Oh! Der King! Er hat gesagt, er liebt mich. Also Zeit zum Abheben für die bezaubernde Droni. Oh, Emilia Clarke. Ich liebe diese Serie. Sie ist nur blond attraktiv. Darf ich auch mal? Ich will auch mal. Nein. Hey, hat Cleveland eine kahle Stelle? Nein! Was macht der Hebel? Guckt mal, da kommt ein Habicht! Oh-oh! Was macht der? Ah, nein! Das ist nicht einvernehmlich! Und dieses perverse Eichhörnchen guckt einfach zu. Oh, verdammt, jetzt ist sie kaputt. Und bestimmt vollkommen traumatisiert. Ich war überhaupt nicht traumatisiert. Das war geplant. Das gehört zu den Spielchen, die wir spielen. Ich war eine böse Drohne. Das ist zum Kotzen. 3 Stunden Verspätung und der Flieger ist komplett voll. Hör auf zu glotzen, du fette Sau. Nimm deine lila Kackhose, dein stinkiges Kopfkissen von zu Hause und deinen Kübel Cola und geh aus meinem Blickfeld. Was war mit dir los? Als Bürgermeister von Kohok unterzeichne ich nun das Gesetz, das den Konsum von Marihuana erlaubt. Guten Abend, liebe Zuschauer. Unsere Hauptmeldung. Marihuana ist jetzt legal. Es ist legal. Legal. In Kohok. Und es macht alles so viel leichter. Okay, den nächsten Text liest du vor. Nein, du liest ihn. Nein, du. Okay, okay, okay. Ist das Rollenspiel schon vorbei? Ja, aber wir zwei Hübschen können gern zum Vorspiel übergehen. Mrs. Griffin, was wollen Sie... Du darfst Mystique zu mir sagen. Mrs. Griffin, das ist nicht gut. So, so, was sagt man dazu? Dein Freund verstößt nicht nur gegen seinen Vertrag, sondern stößt auch meine Frau. Meg, ich habe überhaupt nichts gemacht. Mrs. Griffin hat nur... Oh, sie verbiegen ihn. Das ist mir egal. Damit ist unser Vertrag ungültig. Ich bin frei. Frei? Sieh nur, da ist die Mona Lisa. Und sie ist noch nicht vollendet. Wir müssen in Leonardo da Vincis Atelier sein. Da kommt jemand. Das muss Leonardo da Vinci sein. Stewie, der sieht genauso aus wie du. Da Vinci muss also mein Vorfahre sein. Also heißt das, du bist Italiener? Natürlich, meine Vorliebe für Kindernudeln und Rauchen auf dem Klo. Jetzt begreife ich das. Igitt. Du musst das nicht tun, Patty. Brian versucht nur, dich auszunutzen. Was? Das ist verrückt. Was? Warum sollte er das tun? Weil du einen Hammerkörper hast. Du sagst doch immer, hässliche Kröten wie wir müssen zusammenhalten. Du bist nicht hässlich.
Das habe ich nur gesagt, weil ich Angst hatte, dass du beliebt wirst und nicht mehr mit uns befreundet sein willst. Mac, ich habe heute Abend schon $18 investiert, also verschwinde. Mac, das ist doch Quatsch. Ich werde immer deine Freundin sein. Versprichst du das? Oh Mann, was soll der Scheiß? Oh, eine Nachricht. Ich kümmere mich um unser kleines Problem. Wir werden bald zusammen sein, in Liebe, Gretchen. Ha. Mac, du bist doch eine durchgeknallte Psychopathin. Was hat das zu bedeuten? Oh, diese Frau ist eine verschmähte Verehrerin, die Mom umbringen will. Ah, danke. Bist ein braver Hund, Mac. Peter, was hast du getan? Er hat mich und Joe ein bisschen in Bedrängnis gebracht, also haben wir gedroht, seine Familie zu zerstören. Was? Ja, ich finde das auch ziemlich frech von ihm. Ich schlag mich nicht auf deine Seite, Peter. Egal, was du getan hast, du wirst ihn finden und ihn zurückbringen. Na gut, ich werde ihn finden. Gott, tut mir leid. Du bist ja noch humorloser als ein Tintenfisch auf dem Meeresgrund. Wow, wir sitzen hier ganz schön in der Tinte. Ist Ihre Frau etwa auch Lois? Nein, aber ich dachte, wenn die einen Typen wie Sie vögelt, habe ich vielleicht eine Chance. Lois! Hey, was zum... Lois! 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 Ach, wie schön, Brian. Du bist bei uns Idioten angekommen. Du fügst dich besser ein als ein 100-Füßler unter 1000-Füßlern. Und? Was sollen wir heute machen? 1000 Schuhe anprobieren. Augenblick mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 65, 68. Du bist ein Betrüger! Sei trotzdem vorsichtig. Man sollte keine wichtigen Entscheidungen überstürzen. Ich nehme das Cheeseburger-Meal. Darf es vielleicht ein XXL-Meal werden? Nein, doch, nein. Sicher? Kostet nur 29 Cent mehr? Ja. Nein. Aufhören! Brian, komm schnell! Oh mein Gott! Das sind nicht meine Welpen! Aber nein, von wem sind sie dann? Du bist eine Hure! Eine ganz gemeine, dreckige Hure! Jetzt bist du bestimmt sehr erleichtert. Sei nicht traurig, es gibt noch andere Gelegenheiten. Hey, wisst ihr, was ich komisch finde? Ich habe immer geglaubt, dass Hunde Eier legen. Tja, so habe ich heute wieder was gelernt. Ach, leb wohl, Körper. Du guckst zu, wie ich schwanger werde. Ich will dir dabei in die Augen sehen. Ja, sieh mich an, Bitch. Wir haben uns ja gleich. Wenn wir erstmal mit Überlichtgeschwindigkeit fliegen, sind wir das Problem los. Außerdem habe ich da noch ein paar Tricks auf Lager. Das war der Trick, den du auf Lager hattest? Ein bisschen nach links abdrehen? Ja, ich meine, wir sind nicht mehr da, wo wir gerade waren. Ha? Das muss sie doch verwirren. Ja, aber du hast praktisch überhaupt nichts gemacht. Du hast dich nur ein winzig kleines Stückchen nach links bewegt. Da können die bestimmt mithalten. Wo sind sie hin? Da sind sie. Sie haben sich ein winzig kleines Stückchen nach links bewegt. Mann, der Typ hat wirklich ein paar Tricks auf Lager. Im Moment bist du wirklich das Nervigste in meinem Leben, abgesehen von Ewald-Einladungen. Was ist das? Eine Website, auf der man Einladungskarten entwerfen kann. Und kann ich die Einladungskarte so individuell gestalten, dass sich darin meine Persönlichkeit widerspiegelt? Ja! Und was ist mit Antworten? Können die witzige Antworten schreiben, um ihren Sinn für Humor zu demonstrieren? Ja! Ja, zu allem, was du sagst! Ich kann's kaum erwarten, das auszuprobieren! Das mach mal! Ich spring währenddessen aus dem Fenster! Ewald, erzähl's weiter und bring dich um. Hey, ist ja gut, es ist morgen. Ach, wirklich? Ich wusste es, ich hab sie abgeschreckt. Sieh mal unterm Kopfkissen nach. Wie ist die herangekommen? Die muss leiser als der Diätberater von Britney Spears gewesen sein. Nicht zu viel Transfettsäuren. Es muss ja nicht immer Soße sein. Weißt du, da links stehen noch ein paar Karotten.
Der Käsekuchen war für alle gedacht. Ich hoffe, du planst nicht, das ganze Wochenende hier zu liegen und fernzusehen. Das ist genau das, was ich vorhab. Es ist Premium-Sender gratis Vorschauwochenende. Sogar Cinemax. In einer Serie geht's darum, dass zwei Busen miteinander kämpfen. Leider findet kein Geschlechtsverkehr statt. Dann rechne mit sehr viel sauertöpfischem, arme verschränktem, missbilligendem Kopfschütteln. Als Gegenleistung biete ich dir viel genervtes Ehemann-Augenrollen. Unser neuen Social-Media-Chef Hammer. Leute, es geht ab, ich bin Hammer. Ich will euch eine Liste meiner Triggerwarnungen geben. Was ist deine Triggerwarnung? Ich sag's dir, bra. Mich zu fragen, was eine Triggerwarnung ist, triggert mich voll, bra. Ich fühle mich traumatisiert, bra. Und jetzt twitter ich über dich, bra. Und jetzt trendest du krass, bra. Und jetzt ist dein Leben im Arsch, bra. Und jetzt bist du gefeuert, bra. Was? Was wird jetzt aus Bra? Der Mangel an Diversität hier ist auch ein Schocker, Bra. Bra ist weg. Rallye Kinderzigaretten präsentiert Ihnen Family Guy. Peter, Brötchenverdiener und Familienoberhaupt. Lois heißt seine Frau. Das sind ihre Kinder. Das ist Chris, der Erstgeborene. Das ist der kleine Stewie. Oh Mann, was für ein Racker. Meg. Wir vertrauen nicht jeder Zigarette für unsere Kinder. Raleighs Kinderzigaretten werden als einzige für kleine Hände gemacht. Deswegen sind sie auf dem Spielplatz so beliebt, nicht wahr? Verzeihen Sie die Verspätung. Ich zeige Ihnen das Haus. Das ist nicht notwendig. Ihr Partner hat es uns schon verkauft. Entschuldigung, mir war nicht klar, dass die mich für einen Makler halten. Sie sind ein Immobilienmakler. Sie wissen es nur noch nicht. Was meinen Sie? Na, mit diesem Lächeln sind Sie der geborene Verkäufer. Sie sollten für mich arbeiten. Ha, ich in der Immobilienbranche. Glauben Sie, ich kann das? Fast jede geschiedene Mom in der Schule meiner Kinder ist Maklerin. Ich glaube, Sie können das locker. Ich versuche hier was fertig zu machen, ja? Griffin, haben Sie die Bestellberichte fertig? Oh, diese Stimme, als ob der liebe Gott niesen würde. Was zum Henker ist das? Sie haben einen Tippen an meinem Hals gefunden. Hallöchen, ich habe noch nie einen Supervisor, der auch Supermodel ist, getroffen. Mögen Sie Shrimps? Es gibt einen Mörder-Shrimps-Laden gleich um die Ecke. Was zum Teufel machst du? Ich benutze meine Kenntnisse der örtlichen Gastronomie dazu, diese Frau ins Bett zu kriegen. Tja, jetzt wissen wir's. Ich kann schmecken, was er leckt. Die Fishmans gehen die Nordseite rauf. Aber ich habe die Karte studiert und ich glaube, wir haben eine bessere Chance, wenn wir die Südseite nehmen. Wir brauchen keine Karte, Brian. Ich habe uns ein GPMS-Gerät gekauft. Nach oben. Was glauben Sie denn? Einfach nach oben. Entschuldigung. Okay, können mal alle aufhören durchzudrehen und mich nur 2 Minuten in Ruhe lassen? Gott! Immer schreien alle mich an. Was? All diese Fragen. Gut, wir schalten dich später wieder an und sehen, wie du dich dann fühlst. Im Laden war sie voll nett, ehrlich. Musst du nicht arbeiten? Ich hab gekündigt, Lois. Wie bitte? Ja, wir sind jetzt reich, ich muss nicht arbeiten. Ach, du hättest dabei sein sollen. Ich hab Angela gesagt, was sie mit ihrem Job machen kann, so wie ich es mir immer vorgestellt hatte. Angela, ich möchte mich für die 6 unheimlich angenehmen Jahre in diesem Unternehmen ganz herzlich bedanken. Na, gewisse unerwartete Entwicklungen haben dazu geführt, dass ich nicht länger auf einen Arbeitsplatz angewiesen bin. Nichtsdestotrotz will ich nicht versäumen, Ihnen meine Dankbarkeit für Ihre unerschütterliche Fairness und Ihren Glauben an mich auszudrücken. Und es liegt ein fetter Kackhaufen auf Ihrem Schreibtisch. Unsere erste Highschool-Halloween-Party. Glaubt ihr, wir werden rumknutschen? Diese Partys enden immer in der Knutscherei. Hey, ich sag euch was. Meine Cousine hat auf einer Party mit dem Typen rumgeknutscht und die ist hässlich, super hässlich. Wie hat sie das geschafft? Mit einer Maske. Alles klar? Wenn wir unsere Masken während der ganzen Party nicht abnehmen, wissen die Jungs nicht, wer wir sind. Und damit steigen unsere Chancen. Gute Idee. Wir kriegen bestimmt einen ab. Wir sehen doch scharf aus. Voll scharf. Hässliche Kröten. Mom, warum muss ich bitte mit Stewie baden? Weil Estelle mir gesagt hat, dass jemand Gefahr läuft zu ertrinken und dass ich deswegen Vorsichtsmaßnahmen treffen sollte. Darum hat ab heute jeder einen Badefreund. Hey, Mac, guck mal. Entschuldigen Sie, Sir. Sehe ich da etwa einen Sack Katzenstreu? Dafür habe ich eine Genehmigung. Was haben Sie noch da drin? Eine offene Dose Katzenfutter? Katzenspielzeug? Ist das eine tote Maus? Nehmt sie weg! Ja, nehmt mir doch jemand weg! Es war schön, Zeit mit dir zu verbringen, mein Sohn. Ich fand's auch schön, Zeit mit dir zu verbringen, Dad. Oh, das wird witzig. Mal sehen, wie lange die brauchen, um den Strohsack ins Auto zu hieven. Das ist unser Nachbar, Peter Griffin. Der Typ, von dem die Mail kam? Ha, deswegen war es nur Großschrift und voller Tippfehler. Der ist ein Wasserkopf, hm? Ja, ein Vollpfosten und die hässlichen Kinder. Erbärmlich.
Er passt nicht rein. Schiebt einen Teil von ihm nach hinten, wie Skier. Ach, Kacke, das Bier ist alle. Toll. Und ausgerechnet heute habe ich meine High Heels an. Oh, verdammte Scheiße, ich glaube, ich habe mir das Bein gebrochen. Ich werde es niemals die Treppe wieder raufschaffen. Nein. Oh Gott, Peter. Glaubst du, dass Ben uns das verzeihen würde? Lois, wir mussten essen. Genauso wie Vögel fliegen müssen. Wie, sie können unsere Namen nicht finden. Meine Frau und ich müssen unbedingt in dieses Flugzeug. Ich tue wirklich, was ich kann, Sir. Haben Sie Ihre Buchungsnummer? Sie finden alle Informationen, die Sie brauchen, hier drauf. Sir, das ist nur ein Stück Papier, auf dem das Wort Süden geschrieben steht. Kann ich Ihren Vorgesetzten sprechen? Was zum Teufel ist hier los? Mr. Griffin, Ihr Haus wird zwangsversteigert, um Ihre Schulden zu bezahlen. Du meine Güte, das Haus auch? Hallo? Habt ihr alles verpasst? Ja, Daddy. Ah, ich wusste, ihr verpasst alles. Hab dich lieb. Ich kann es noch nicht fassen. Wir haben alles verloren. Was machen wir denn nur? Unsere einzige Hoffnung ist jetzt wohl die Lotterie. Fick die Henne, wir haben zweimal gewonnen und sitzen schon wieder hier. Diese Marken wurden sorgfältig auf Flohmärkten und Trödelverkäufen akquiriert. Da steht, sie ist 8 Cent wert, aber in Wirklichkeit kostet sie schon 12. Siehst du? Schon ein Gewinn. Kaum angefangen, schon haben wir einen Sieger. Die platzieren wir jetzt ganz vorsichtig in diesem Album. Denn da gehört sie hin. Und das ist eine geladene Pistole. Und mit der bringen wir uns jetzt um, weil das hier so furchtbar ist. Hören wir doch einfach auf, zu viel attilieren. Zu spät. Ich fange an zu glauben, dass du recht hast. Brian wird wirklich alt. Er ist nicht mehr der Hund, der er mal war. Und ich muss mich daran gewöhnen. So wie damals an meine Acrylfingernägel. Staney in Weinstock und Reisman. Hey, LaRonda. Nein, ich habe 4 Leute in der Warteschleife, aber wir können reden. Hey, bist du noch wach, Lois, Hase? Dad? Ja, ganz genau, ich bin dein Daddy. Sag nichts, Lois, sag jetzt gar nichts. Halt schön still und lass mich einfach machen. Ja, spürst du den warmen Hauch meines Atems in deinem Nacken? Meine Hände auf Wanderschaft von deinen weichen, großen Möpsen hinab über deinen runden, männlichen... Ach du Scheiße, das ist Chris! Well, Lois, you are a master. Oh. Yeah. Oh mein Gott, Dad! Peter, dein Atem ist ekelhaft! Ich riech das nicht. Vielleicht hat der Neue in der Arbeit heute deshalb so komisch reagiert. Hier ist zu erkennen, wie Pawtucket Patriots landesweit verbreitet ist. Es ist klar zu erkennen, dass wir ein Ostküstenbier sind. Hey, das werden Sie nachher alles abgefragt. War nur ein Witz. Das hat mal jemand zu mir gesagt, jetzt sag's ich zu Ihnen. Ich hoffe nur, dass der komische Albino, der hier wohnt, nicht auftaucht. Der Typ macht mir Angst. Hallo, Peter. Hey, Bill. Was machst du hier draußen in dem ganzen Schnee? Ich bring mein Kaninchen zum Tierarzt. Mr. und Mrs. Griffin, ich habe Sie herbestellt, weil Ihr Sohn Chris in letzter Zeit ziemlich Probleme macht. Gestern sollte er die Mutter Gottes nach seiner Vorstellung malen und das ist dabei rausgekommen. Du meine Güte! Das ist mir sehr peinlich. Ich glaube, wir haben eine Lösung. Wir haben viele Katzen in der Schule und wir füttern sie. Warum kommt Chris nicht her und wir behandeln ihn wie eine dieser Katzen und in ein paar Jahren bekommt er einen Schulabschluss? Das klingt, als bekäme er nicht die beste Ausbildung. Ich weiß nicht, einige dieser Katzen bekommen ganz schön gute Jobs. Ja. Das war schlimmer als ein Italiener, der die sexuelle Orientierung von jemandem erklärt. Jedenfalls ist mein Bruder Louis ein wenig auf der anderen Seite, ein Schnuffi, ein Seifenaufheber, ein Rückwärtsmechaniker. Es spielte gerne im Dreck. Sie meinen schwul? Mama, Madonna, Peter, Mama Louis ist nicht schwul, er ist kreativ. Ugh, dieser Cleveland ist eklig. Er wäscht sich offensichtlich die Füße im Pool, will aber nicht, dass es so aussieht, als ob er sich die Füße im Pool wäscht. Oh, das ist schön. Eine angenehme Temperatur. Ob sich die an meinem anderen Fuß genauso anfühlt? Oh ja, das ist ein guter Tag dafür. Genauso ein guter Tag wie für diese gebrauchten Pinsel. Ist der Pool zu warm für Pinsel? Ich glaube, wir werden beobachtet. Natürlich, du Dummerchen. Der Herr wacht die ganze Zeit über uns. Möge das Schwert mit dir sein. Und auch mit dir. Gott, der Film ist kacke. Ja, eine Katastrophe.
Oh mein Gott, Peter, fahr rückwärts! Ach wirklich, Lois? Ich wollte vorwärts fahren. Ich dachte, das wäre vielleicht lustig. Hört auf zu streiten! Schnell, Peter, komm auf den Rücksitz! Wir haben es geschafft, Gott sei Dank. Was ist das? Mac? 80D, Brian. Und weißt du, was irre ist? In diesem Universum gehört sie immer noch zu den Hässlichen. Wenn du Lois sehen würdest, würde dein Penis Freudentränen kotzen. Ich stehe hier inmitten von Schneehaufen und zugeschneiten Autos und bei mir ist der Vollidiot, der bei jedem Schneesturm ein Unterhemd anhat. Ah, das ist gar nichts. Ein Typ aus der Arbeit hat mal Motoröl gesoffen und ist nicht mal gestorben. Sowas kommt nie in den Nachrichten. Moment mal, du wolltest es doch langsam angehen. Ich bin es sehr langsam angegangen. Wir gehen seit 3 Wochen aus und ich habe noch nichts versucht, obwohl sie mir eindeutige Signale gegeben hat. Und, gibt's was, worauf du heute Abend Lust hättest? Ich weiß nicht. Du wirst ein hinreißender Liebhaber sein. Was machst du da? Entschuldigung, du hattest nur was zwischen den Zähnen. Das macht dann $16. $16? Das ist aber teuer. Ja, Sir, alles ist sehr teuer hier, weil Sie es auf einem iPad bezahlen. Bitte wählen Sie jetzt Ihr Trinkgeld. Sie haben die Optionen 60%, 90% und 200%. Ich denke 60%. Okay, gut. Nun unterzeichnen Sie, indem Sie mit dem bloßen Finger über das Ding wischen, mit dem ich masturbiere. Okay. Danke. Hauen Sie sich nun den Kopf an dem zu tief hängenden Ding an. Was meinen Sie? Ah! Sie haben etwas verschüttet. Wir werden gewinnen. Nein, werden wir nicht. Eine überraschende Wendung der Dinge. Griffin verspeist sein ganzes Menü. Er wird nichts servieren können. Peter, du hast meinetwegen absichtlich verloren? Ich konnte dir deinen Traum einfach Herzinfarkt nicht wegnehmen. Du Minischlaganfall hast wahres Herzinfarkt-Talent. Du Herzinfarkt verdienst die Show. Großer Schlaganfall! Oh mein Gott, Rektor Shepard, was ist los? Meine Frau hat versehentlich angerufen und ich habe 2 Stunden mit angehört, wie sie den Klempner gevögelt hat. Warum haben Sie nicht aufgelegt? Weil ich den Klang ihrer Stimme so vermisse. Oh mein Gott! Rektor Shepard, Ihre Frau ist am Telefon. Sie sagt, Gott, tiefer. Also dieser Automat hat deine 10 Cent geschluckt und dir keinen Kaugummi gegeben. Ganz genau. Alles klar, das haben wir gleich. Spuck die 10 Cent aus! Komm schon, her damit, ich will dir nicht noch mehr wehtun. Moment mal, der nimmt $0,25 und keine 10 Cent Stücke. Oh Kacke, das war eine Falle. Ich brauche eine List, um zu entkommen. Sie wurden auch eingelegt, hä? Ja. Ihnen ist schon klar, dass der Junge gerade Ihre und meine Frau vögelt? Wisst ihr was? Am liebsten gehe ich im Einkaufszentrum zu Tiffany's und tue dann da alles Mögliche, damit die glauben, dass ich was kaufen will. Oh, das ist traumhaft, einfach traumhaft. Wie viel kostet das? $1,200. Super, super. Ist das alles? Wie lange haben Sie heute Abend geöffnet? Bis 19 Uhr. Perfekt, perfekt. Und Sie akzeptieren Kreditkarten und Bargeld? Ja. Und wie ist Ihr Name? Ich möchte doch, dass Sie die Provision bekommen. Evan. Oh, das ist ein toller Name. Ich glaube, du weißt, was ich will. Das ist der Hammer. Wir sollten eine Fernsehserie haben. Peter und Beiwagenfalke. Brian! Was ist denn mit Ihnen los? Ich glaube, da ist was angebrannt. Gott, tut das weh. Das tut weh, Stewie. Hier, ein bisschen Morphium. Scheiße, das steckst du nicht in mich rein. Ich glaube, das ist gar keine Pflegerin. Tu einfach so, als wärst du beim Tierarzt. Ich hasse den Tierarzt. Hier drin ist dein Hund. Ja, okay, hier drin ist ein Hund. Ich bin ein Hund. Hast du den USB-Stick? Ja. Alle Daten, die euch für immer hinter Gitter bringen könnten. Und nochmal, ich verstehe nicht, warum wir das nicht per Dropbox machen konnten. Ich meine, mir macht's nichts, hier auf den Parkplatz zu kommen. Ich musste Mord sowieso holen, aber Sie hätten mit Dropbox Zeit gespart. Und Sie müssten mir meinen USB-Stick nicht zurückschicken. Was meinst du mit zurückschicken? Sie wollten ihn behalten? Der hat 64 GB. Wer das Speichermedium kauft, dem gehört es auch. Okay, gebt uns Mord. Meine Postanschrift ist auf dem USB-Stick. Wie kommen wir zurück zum Flughafen? Es gibt kein Internet, also auch kein GPS und wir können kein Uber nehmen. Ich habe eine verrückte Idee. Nehmen wir ein Taxi. Tot. Tot. Tot.
kaum noch am Leben. Zum Flughafen! Weil sie nicht mehr auf ihr Handy starren können, sehen sie jetzt einen unerträglich lauten Clip von Jimmy Fallon im Taxi-TV. Heute Nacht verliert ihr alle den Respekt vor Al Pacino, wenn ich ihn zwinge, ein Spiel für Kinder zu spielen. Deswegen Uber. Oh, Gott sei Dank, wir müssen dringend ins Weekapok Inn. Kannst du uns fahren? Nein. Oh Gott, Joe hat den Körper mit Consuela getauscht. Und das bedeutet, die ganze Stadt hat Körper getauscht. Was geht denn hier ab? Oh Gott, diesmal werde ich eine Kettensäge brauchen. Tu's nicht. Tu nicht, was ich tun wollte. Nein, du hast aus etwas sehr Schönem etwas sehr Perverses gemacht. Oh nein. Keine Bewegung, Jungs. Wir sind von der Küstenwache. Und wenn du hier bist, gehörst du zur Familie. Egal wie, Küstenwache! Und ihr seid... Und du, Meg, was hast du die Woche gemacht? Willst du Witze darüber machen? Nein, Meg, als dein Vater interessiere ich mich dafür, was du die Woche gemacht hast. Versprichst du mir, dass du dich nicht lustig machst? Natürlich, Meg, ich liebe meine Familie. Ich habe das Gefühl, dass du nur abwartest, damit es noch mehr wehtut, wenn du dich lustig machst. Ich möchte es hören. Oh, okay, es ist eigentlich ganz witzig. Ich habe ja der Security am Flughafen... Und Ende. Na, Family Guy. Lass den Abspann laufen. Viele kleine Namen. Ja, Guy. Was war das? Was zum... Sauber, Rupert. Hoffentlich finden wir Brian, bevor es zu spät ist. Fass mich nicht an, ich bin reich. Ach, er macht es einem so schwer, auf seiner Seite zu sein. Wir können uns doch bestimmt irgendwie einigen. Rupert, Musik! Oh, Jacob. Wo ist deine kleine Kappe? Er hatte keine Kappe. Oh, es tut mir sehr leid. Ich bin gerade nach Hause gekommen. Ich habe das Kind meinem Mann überlassen, was wohl ein furchtbarer Fehler war. Ich danke Ihnen vielmals. Ich habe mit dem Vater gebadet. Mein Baby ist wieder zu Hause. Mami hat dich vermisst. Der Vater hat mir eine Freundschaftsanfrage auf Facebook geschickt. Ist das seltsam? Peter, jetzt muss endlich Schluss sein. Du musst dich mit Daddy versöhnen. Es ist seine Firma. Es ist meine Firma. Es ist deine Firma. Meine Firma, deine Firma. Die Firma ist für uns alle da. Hip, hip, hurra. Was? Entschuldige, wir haben Haschkekse im Flugzeug gefuttert. Hey, Peter, siehst du diesen Hasen? Nein. Also, ich sehe einen. Weißt du was? Du hast nicht die Qualifikation für den Pilotensitz. Oh, bist du da sicher? Vielleicht ist da drunter ein Hasenkopf. Okay, der wird's jetzt aber. Ach, leck mich! Vielleicht solltest du es mal mit geschlossenen Augen versuchen, Peter. Nur nach Gefühl. Oh mein Gott, ich hab getroffen? Klar. Voll rein. Hammer gut. Ja, ich hab mich noch nie so mächtig gefühlt. Wo fliegen wir hin? Du fliegst nach Haus. Zählen bis drei und Leine ziehen. Ah, ich kann noch nicht zählen! Nochmal! So Brian and I are down in Mexico, and as usual, he doesn't have any cash on him. That's probably why your parents are paying for all this, right, Evan? Wait, hold on. Evan? Why am I gay in this? That's the end of the show. We sometimes do something silly here. Du und du, 20 Mäuse für den Tag. Steigt hinten ein. Nein! Asiento trasero! Trasero, vergesst es, rein mit euch! Wenn ihr einen Freund hättet, der im Megabaumarkt arbeitet, wie würdet ihr ihn feuern lassen? Du schüttelst Limo-Dose von Boss und gibst sie ihm. Wenn er sie aufmacht, sie explodiert! Und deswegen habe ich euch gepusht. Von Brian Griffin. Einen schönen Tag. Ha, dieser Brian Griffin scheint doch nicht so ein übler Kerl zu sein. Ah! Griffin, du bist gefeuert! Ein was? Ein Trottel, ein Idiot, ein Wasserkopf. Ihr wisst doch überhaupt nicht, worüber ihr sprecht. Wenn sie mir heute Abend die Krone aufsetzen, dann wird das der schönste Abend meines Lebens sein. Das wird sogar noch schöner als mein erster Kuss. Ah.
So, Chris, das war das britische Parlament 1912. Als nächstes werden wir... Na sowas, das sieht aus wie der junge Charlie Chaplin. Sir, bitte nehmen Sie dieses Geld und verfolgen Sie Ihre Träume. Dankeschön. Stewie, ich glaube, das war der junge Hitler. Du hast gerade Hitler finanziert. Ja, aber bevor er den ganzen Quatsch gemacht hat... Langsam glaube ich, du hast mich nur benutzt, um deine Karriere voranzubringen. Gott, du bist ein furchtbarer Vater und ich will dich nie wiedersehen. Ich bin ein furchtbarer Vater. Oh Mist, da kommen wir nicht rüber. Spidey, kannst du uns mit einem Netz rüberschwingen? Nein, ich kann euch nicht rüberschwingen. Und ich heiße Spider-Man, nicht Spidey. Ich hab schon gehört, wie dich Leute Spidey nennen. Ja, enge Freunde. Wie heißt denn du? Peter. Hey, Petey, mach mal was für mich. Oh, das mag ich nicht. Ja, das magst du nicht. Du bist ein fetter Niemand und ich bin scheiß Spider-Man. Was glaubst du, wie ich mich fühle? Psst, ruhig, ruhig. Es kommt alles in Ordnung. Alles wird gut. Ich glaube, ich sterbe. Jane Fonda, ist es richtig? Ja, das ist richtig, Kumpel. Absolut Jane Fonda. Alles wird gut. Dein Freund Stewie ist bei dir. Entspann dich einfach. Und ruh dich etwas aus. Hallo, Notruf? Gut, ich gehe, aber das nicht vorbei. Ich nehme ein Bild von Ang Lee. Gut, da sowieso zu viele Langnasenfilme machen. Sie niemals wiederkommen! Ich nicht mögen Amerikaner. Die Amerikaner alle gleich aussehen. Oh, wir sehen alle gleich aus, ja? Na, das sagt ja der Richtige. Guten Morgen allerseits. Ich bin Mrs. Griffin, eure neue Sexualkundelehrerin. Ihr habt bestimmt schon das Gerücht gehört, dass Sex mit Kondomen weniger Spaß macht. Das ist zwar wahr, aber sie machen Sex auch sicherer. Es gibt verschiedene natürliche Wege, wie sich Mann und Frau näher kommen können. Genau, ich werde das mal demonstrieren. Hi, Regina Regenbogen. Hallo, Shakespeare. Ich bin für heute fertig mit Theaterstücke schreiben. Vielleicht könnten wir jetzt Geschlechtsverkehr ausüben. Ich bin dabei. Du bist zu dumm, es allein zu schaffen. Außerdem kann ich mit Kindern umgehen, im Gegensatz zu Meister Geppetto. Ach, mir ist die Brille heruntergefallen. Ah, übrigens, Pinocchio, da fehlt ein Keks aus der Keksedose. Hast du ihn vielleicht herausgenommen? Ja, Papa Geppetto, es tut mir leid. Hast du ihn ganz sicher genommen? Ich würde dir glauben, wenn du mir sagst, du warst es nicht. Nein, ich habe ihn genommen, Papa. Ich würde dich nie anlügen. Versuch es doch. Wer weiß, vielleicht falle ich darauf. Wo wäre es leichter, Gott zu finden, als am Geburtsort aller tollen Religionen der westlichen Zivilisation und einer ganz bösen? Unglaublich, dass wir Gott nicht in Jerusalem gefunden haben. Wir müssen einfach weitersuchen. Da kommt unser Bus zum Flughafen. Wow, das war ja ein Megaknall. Chris, du hast Mr. Lockhart umgebracht. Was? Nein, hab ich nicht. Wir haben alle Dinge getan, auf die wir nicht stolz sind. So wie ich, als ich einer der Wonder Twins war. Peter, das alte Schulhaus steht in Flammen. Wir müssen los. Wonder Twin Power aktivieren. Nehme Form eines Falken an. Na los, Peter. Ist gut, ich komm gleich nach. Nehme Form von Jennas Tampon an. Und jetzt heißt es schön abwarten. Brian, das ist Sklaven-Brian. Hey, Brian, gibt es irgendetwas, was ich für dich tun soll? Oh mein Gott. Ja, sowas Ähnliches habe ich auch gesagt. Ich will ehrlich zu dir sein. Ich hatte keinen Bock auf die Arbeit, also habe ich die Sache Sklaven-Stewie anvertraut. Hallo, Stewie, wie ist der Klon geworden, hä? Brian, ich kann nicht allein aufs Klo gehen. Hilfst du mir dabei? Aber andere Sachen kann ich gut. Peter, ich beschäftige dich als Einwanderer vom Dienst. Bring das Gepäck meiner Familie auf die Zimmer und halte dich deinem Dienstbotentrakt bereit. Sehr wohl, Mr. Peter Schmidt, Sir. Daddy, wir möchten keine Sonderbehandlung. Wir sind als Familie hergekommen und wir möchten hier als Familie wohnen. Ist das dein Ernst? Das hier ist eine Villa und du willst beim Personal wohnen? Das ist, als würde man am Dienstagnachmittag in einen Stripschuppen gehen. Gib
Gibt es hier auch irgendeine Braut, die keinen Kaiserschnitt hatte? Wow, seht euch das an. Kaum zu glauben, dass wir das mit einem Spiel verdient haben. Ja, es macht mir viel Spaß, so viel Geld anzufassen und dabei mein Auge zu reiben. Jerome, noch eine Runde für meine verschwommenen Freunde. Wurde auch Zeit. Ist deine Uhr etwa auch gelähmt? Jungs, ich kann heute wohl nicht mitfahren. Es sieht so aus, als ob Bonnie bald die Wehen bekommt und da sollte ich lieber in ihrer Nähe bleiben. Deine Schuld, du hast sie geschwängert. Deswegen nehme ich immer Kondome. Es tut mir leid, ich kann es einfach nicht sagen und dabei ernst bleiben. Es geht nicht anders. Viel Spaß. Mann, das nervt doch total. Joe wird uns immer wieder versetzen, bis das Baby aus Bonnies Arsch raus ist. Babys kommen doch aus dem Arsch. Ja. Das war Trisha Takanawa mit den Nachrichten. Und jetzt hole ich mir die Nachrichtenkritik von meiner Mom in ihrem Auto ab. Du nicht gut. Du nicht gute Nachrichten. Du steif wie Bügelbrett. Andere Mutter so glücklich. Trisha Takanawa Mutter traurig. Warte. Was ist denn das? Ein Sonnenhut. Nein. Wie nein? Ich schütze mein Gesicht und meinen Nacken vor der Sonne. Benutz Sonnencreme. Du brauchst kein UFO auf deinem Kopf. Damit bettelst du um Aufmerksamkeit. Sonnencreme ist schädlich. Die Haut nimmt die Chemikalien auf. Du willst wirklich diesen Hut tragen? Du nimmst den Hut ab. Nein! Ihr seid Idioten. Ich darf doch wohl eine andere Identität haben als ihr. Nicht auf die Art. Nicht auf die Hutart. Ich muss es tun, Karen. Ich muss es einfach versuchen. Dieser Typ, der hat mich heute echt fertig gemacht. Tu, was immer du für richtig hältst und ich unterstütze dich dabei. Ich verstehe das nicht ganz. Wofür benötigen Sie den Kredit? Ich will eine riesen Raumstation bauen, mit der man Planeten zerstören kann. Ich weiß nicht, ob es sich für uns lohnt, in so etwas zu investieren. Ich meine, ich will eine Sportbar aufmachen. Ich kann nicht glauben, dass du mich nach Italien gelockt hast. Die Reise wird unserer Familie gut tun. Und uns beiden könnte es auch etwas bringen. Es ist das romantischste Land auf der ganzen Welt. Und in unserer Ehe könnten wir wirklich ein bisschen Romantik brauchen. So ein Quatsch, wir haben doch erst neulich ein Rollenspiel gemacht. Hat dir der geheimnisvolle Eindringling gefallen, Lois? Ich sagte Ihnen, ich weiß nicht, wer Sie sind und ich heiße nicht Lois. Ich schon. Tun wir es nochmal. Hey, sieh mal da unten, da ist ein Gigidi im 32. Stock. Die sehe ich mir mal genauer an. Oh ja! Quagmire, pass auf! Oh nein! Scheiße, gerade noch mal gut gegangen. Wenigstens wurde niemand verletzt. Oh, der hat nicht die offiziellen Maße. Ab jetzt übernehme ich den Truthahn und du fährst. Ist der an? Ja. Er macht aber kein Geräusch. Das ist ein Hybrid, glaub mir, er ist an. Ist er nicht, pass auf. Der Psychopath wird mich umbringen. Meg, du musst dich irgendwie um diesen Kampf drücken. Ja, Meg, das schaffst du. Du bist eine kluge Frau. Und Frauen schaffen heutzutage alles. Du hast wohl recht. Wir leben ja nicht mehr in den 50ern. Wie ich hier sehe, haben Sie als Klassenbeste in Princeton abgeschlossen. Das ist korrekt. Ich bin beglaubigte Buchhalterin und bin für die Gemeinde tätig gewesen. Das ist alles sehr beeindruckend. Wir melden uns bei Ihnen. Mal sehen. Spitze Brüste, mittelspitze Brüste, nicht so spitze Brüste. Ein Jammer. Ich sorg's dir, Peter. Du verschwendest deine Zeug. Sie will mich nicht wiederhaben. Tja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Hey, ich hab dir ein bisschen Müll von zu Hause mitgebracht. Wo soll ich ihn hintun? Egal wohin? Ja, egal wohin. Ich kann Telekinese! Ist das wahr, Billy? Fehl ich dir wirklich? Oh, seht doch nur, das ist schön. Cool, die haben schon Verwendung für meinen Müll gefunden. Ist das krass! Hier gibt's Frühstück zum Abendessen. Lois erlaubt mir das nie. Lois, hast du auch nur die geringste Ahnung, was hier vor mir steht? Nicht schon wieder diese Diskussion. Ich bin in Harvard, der schlausten Universität des Landes, und die haben... Frühstück zum Abendessen ist Anarchie. Es macht Spaß, es ist raffiniert. Es ist lächerlich, Pancakes isst man nicht am Abend. Du bist lächerlich. Frühstück zum Abendessen ist ja ein heißes Thema für euch. Sie ist auch sauer, weil ich Stewie geschüttelt habe und jetzt läuft er schief. Mir ist das egal. Wollt ihr wissen, wieso? Weil ich mir einen Job suchen und ein richtiges Auto kaufen werde. Hey, Mac, ich zahl dir $1 am Tag, wenn du an meinen Schuhen schnüffelst. Oh.
Ich hab gepinkelt und gekackt. Was hat dich denn auf die Idee gebracht, Lois? Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich so sehr, Lois. Ich liebe dich auch, Peter. Hast du deine Brieftasche wiedergefunden? Nein, und es fängt echt langsam an zu nerven. Ich habe keine Kohle. Ich konnte gestern nicht mal mehr meinen Haarschnitt bezahlen. Das macht dann $5. Tut mir leid, Brieftasche verloren. Aber ich habe Ihnen die Haare schon geschnitten. Dumm gelaufen, da können Sie jetzt wohl nichts mehr dran ändern. Dieser blöde Mistsack. Und dann wurde ich von einem Bullen angehalten. Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte. Oh, ich habe meine Brieftasche verloren, also habe ich im Augenblick keinen Führerschein. Sie wissen, was das bedeutet. Ich verstehe nicht, warum ich bei Ihnen zu Hause den Abwasch machen muss, nur weil... Weiterspülen! Hey, wenn ich hier das Sagen hätte, dann würde ich dich sofort festnageln. Und du, Süße, kriegst einen Strafzettel, denn du bist schärfer, als die Polizei erlaubt. Hallöchen, ich möchte nicht zwischen euch kommen. Oder vielleicht doch. Ach, das war ein schlapper Witz. Du bist dran, Joe. Die Kategorie lautet berühmte Leute. Ratet, wer ich bin. Ironside. Larry Flynn. Stephen Hawking. Leonardo DiCaprio in Titanic, ganz sicher. Jemand muss ihn retten, er kann nicht schwimmen. Um Gottes Willen, helft ihm doch. Oh, schwul. Peter hatte recht, es war Leonardo DiCaprio. Offensichtlich bin ich jetzt der Einzige, der noch über radioaktive Kräfte verfügt. Das wird es mir erlauben, meine unermessliche Wut. Oh, hab zu lange gelabert. Ist das ein schönes Bauri? Ich will das Bauri küssen. Nein, ich geb dir einen Pustekussen. Huste, Bauri, Schwein, Bauri, Sturi. Ach, gib mir das Bauri. Oh mein Gott! Tut mir leid. Hab es ein bisschen übertrieben. Ich hab dich einfach so lieb, weißt du? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Brian wird so wütend auf mich sein. Was mache ich nur? Okay, ist schon gut. Ich besorge mir ein bisschen Farbe und deck die Dellen ab. Unattraktive Frauen machen das auch so. Du siehst hübsch aus heute, Carol. Danke. Liegt wahrscheinlich am Kleid und am Make-up. Ah, so aus der Nähe betrachtet. Ja, doch, das glaube ich auch. Komm schon, Stewie, wir gehen. Moment noch, Brian. Ich spiele Feuerwehrmann. Ich spiele gern andere Leute. Ich heiße Peter. Ich arbeite in der Brauerei. Jetzt ziehe ich meine Hose an und rede mit meinen Kollegen, in dieser Hose ist Stuhl. Ach, wann wirst du den Zahnstocher endlich ausspucken? Er ist ekelhaft und er fängt an, übel zu riechen. Warum soll ich ihn ausspucken? Er bringt mir einen Haufen Breite. Was? Und sieh dir das an. Dreifacher Zahnstocher Seite rückwärts. Oh mein Gott, ist alles in Ordnung? Nein, ich habe ihn verschluckt. Mein Zahnstocher, er ist weg. Verdammt! Oh mein Gott, das war klasse. Außer du glaubst, das war kacke. Für den Fall war es kacke. Alter, es war okay. Ja, Alter. Ach, weißt du, ich trage diese Windel nur wegen einer Wette. Das ist nichts, was ich grundsätzlich machen. Ich wollte immer ein gefeierter Liedermacher werden. Ja, das wäre doch was für dich. Du hast gezögert. Warum hast du gezögert? Ohne Grund. Du hast schon wieder gezögert. Ich schwöre bei Gott, ich stürze mich aus diesem Fenster. Okay, willkommen im Apple Tree Pub. Ich bin Stewie Griffin und die hier... sind meine 6 Assistenten. Hab's mir anders überlegt. Bring dich um. Peter, wo willst du hin und warum bist du so angezogen? Lois, ich bin jetzt Muslim. Was bedeutet, dass ich meine Zeit in fast leeren Cafés verbringe, um Fußball auf winzigen Schwarz-Weiß-Fernsehern zu gucken. Ja, das Team, das ich mag, gewinnt. Oh nein, das Team, das ich nicht mag, gewinnt. Ja, das Team, das ich mag, gewinnt wieder. Das feiere ich mit Fingerzimbeln. Hey, ist das Schild an Ihrem Klo ernst gemeint, wo drauf steht nur Durchfall?
Sie haben es geschafft. Mein Gott, Sie haben es geschafft. Mission erfüllt, Gentlemen. Der Sprengkopf ist zerstört. Wir haben Millionen Leben gerettet. Hoffen wir, dass das Gehäuse beim Absturz nicht zu viel Schaden anrichtet. Nein, 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 nein! Ich kapier's nicht. Guten Morgen, Kinder. Seit heute haben wir einen neuen Schüler. Peter, möchtest du dich nicht selbst vorstellen? Hallo, mein Name ist Peter Griffin. Ich war schon vor langer Zeit mal in der dritten Klasse, aber ich habe sie nie abgeschlossen. Damals hieß unsere Lehrerin Mrs. Wilson, aber wir hatten einen sauwitzigen Spitznamen für sie. Wir nannten sie Mrs. Killzone, weil sie mal eine Abtreibung hatte. Ich weiß, es klingt doof, aber wir waren alle noch Kinder. Fahren Sie fort, Mrs. Wilson. Danke, Peter. Oh, hast du das gesehen? Was? Ich habe diesen Stein 6-mal springen lassen. Das schafft man nur einmal im Leben. Das ist schön. Du glaubst mir nicht, oder? Ich glaube, dass wir schon lange hier draußen sind. Es ist echt passiert. Wie hast du das nicht sehen können? Natürlich hatte ich es gesehen. Nie wieder wird mich etwas so beeindrucken. Aber das wollte ich Huck nicht sagen, weil er behauptet hatte, nicht gesehen zu haben, dass ich mit dem Apfelgehäuse den Mülleimer getroffen hatte. Schön, die Lehre von Chris kennenzulernen. Das ist interessanter als damals, als ich Ted Danson kennengelernt habe. Wow, Ted Danson und Mary Steenburgen. Hey, immer schön, Fan kennenzulernen. Wie dumm, ich habe meinen Regenschirm vergessen. Kein Problem, Schatz, komm einfach her. Danke, Liebling. Manchmal hat's Vorteile, missgestaltet zu sein. Hey, willst du nachher mit mir schlafen? Oh nein, nein, nein. Aber danke. Die sind gut, Peter. Gefällt mir, wie du alte, ausgelutschte Gags mit einem neuen, ironischen Ansatz erzählst. Ja, und es sind alles brandneue Witze, die ich wirklich total ernst meine. Das ist schön für dich, aber wie bist du so schnell veröffentlicht worden? Ach, der Herausgeber schuldet mir noch einen Gefallen für mein Foto von Spider-Man. Kann mir keiner ein Foto von diesem Spider-Man besorgen? Bitteschön. Ich habe eine Facebook-Seite voll mit Superhelden, die auf Tangas starren. Hab ich es erwischt? Oh ja, du hast sie alle erwischt. Wir haben nicht mal Münzen eingeworfen, aber er weiß es nicht. Taylor, das sind meine Schwester Meg und unser Hund Brian. Freut mich sehr, ihr zwei. Wir finden sie nicht alle so toll. Ich kenne Dan Aykroyd. Tut mir leid, in welchem Provinzporno haben Sie mitgespielt? Du Hund, sei freundlich! Wenn wir die Folge nicht finden, sind wir im Arsch. Genauso im Arsch wie jeder, der mit Dave Navarro tauchen geht. Ist alles in Ordnung da im Bad? Ja! Ich glaube es nicht. Da draußen ist wirklich was vergraben gewesen. Tja, es ist nicht der Schatz, aber es sieht aus wie ein Hinweis darauf, wo der Schatz ist. Guckt in den Kreis im Quadrat, denn dort erhaltet ihr den nächsten Rat. Interessant. Interessant, interessant. Wir dachten, wir schicken dich in ein Camp und du darfst dir aussuchen, in was für eins. Das heißt Lernfuchs-Camp. Das hier, Morgentau macht Schlau-Camp. Das klingt alles voll unspaßig. Dann muss man sich den Spaß eben selber machen, genau wie im Zweiten Weltkrieg. Bringt wohl nichts, wenn ich sage, ich habe ein ärztliches Attest. Rein mit dir, du. Ich finde nur, es ist langsam an der Zeit, über eine Pensionierung nachzudenken. Niemals! Die Rente ist für alte Menschen. Ich kann arbeiten, bis ich sterbe, vielleicht sogar länger. Mr. Peter Schmidt, die Gentleman aus Zürich zum 10-Uhr-Termin. Kann ich noch was für Sie tun? Mr. Peter Schmidt! Abgesehen davon beschwerst du dich immer, dass du nicht genug Zeit hast, um Polo zu spielen oder in einem Stuhl zu sitzen und deinen Mund zu befeuchten. Das ist wahr. Ich brauche manchmal wirklich lange, um meinen Mund zu befeuchten.
Na also, ganz feucht. Lass mich eins klarstellen, du kannst sie kennenlernen, eine Minute mit ihr reden und dann zischst du wieder ab. Keine Sorge, Brian, wenn sie so hässlich ist, wie ich glaube, gucke ich sie mir einmal an und dann mache ich und zwar quer über den Boden. Dann wischst du es wieder auf und wir gehen nach Hause. Ach, jetzt bin ich wirklich entspannt. Daran könnte ich mich gewöhnen. Genauso wie ich mich an europäische Windeln gewöhnt hatte. Lasst euch nicht stören, ich schnapp mir nur einen Käse und ein Vino. Wenn mich jemand sucht, ich liege am Pool neben meiner seltsamen, attraktiven Freundin mit den dunklen Zähnen. Du wirkst heute so glücklich, Peter. Bin ich auch. Ich habe heute meinen ersten Tag in der Brauerei. Endlich bin ich auch einer von denen, die sich morgens auf ihre Arbeit freuen. Wie eine Milchkuh. Oh! Oh! Oh yeah! Oh yeah! Oh! They only had mild. Well, I'm sorry it's so disgusting, but that's all they have. Oh, what, you're gonna die if you have to eat mild salsa? Come on. I don't... Heimlich maneuver. How do you do the Heimlich maneuver? Come on, come on. Damn it, I've got one song by Heim on my phone, and every time I try to type Heimlich, it... Gut, was hatte ich heute sonst noch vor? Ach ja, eine Überdosis in meiner Wohnung. Ich muss nach Hause. Also dieses Heim, in dem wir Joe gelassen haben, wirkt dann nicht so schlecht. Ich fühle mich trotzdem schlecht. Kommt schon, Jungs. Joe wird's gut gehen. Da passt er prima rein. Nicht so wie ich in Hogwarts. Slytherin. Hufflepuff. Haus für registrierte Sexualstraftäter. Oh. Schönen guten Abend. Na, wenn das nicht der sexy Schwachkopf ist. Oh, hi. Es tut mir leid, was ich mit deinem Mann gemacht habe. Ja, dem hast du einen ganz schönen Handjob verpasst. Weißt du, die habe ich selber auch ganz gut drauf. Ich will ehrlich sein. Wortspiele sind bei mir Zeitverschwendung. Ich will, dass du mich vernichtest. Okay. Komm schon, gehen wir jetzt zum Strand? Wir warten schon eine Ewigkeit. Ja, ich komm gleich, Champ. Wir haben schon zweimal gefragt und er hat dasselbe gesagt. Ich weiß. Am Computer ist er in einer anderen Welt. Das sind nicht meine Kinder. Und wir kämpfen auch nicht zum Spaß. Wir prügeln uns wirklich. Warte mal, Peter. Das könnte eine gute Gelegenheit sein. Du bist schon in ihrer Gruppe. Sie vertrauen dir. Wenn du rausfindest, was sie als nächstes planen, können wir vielleicht einen Terroranschlag verhindern. Du wärst ein Held. Naja, ich kann's versuchen. Ich meine, guter Schauspieler bin ich. Wisst ihr noch, wie ich auf traurig gemacht habe, als Lois ein paar Tage mit den Kindern weggefahren ist? Oh mein Gott, ich werde euch ja so vermissen. Bitte ruft mich an und sagt mir ganz genau, wann ihr wieder da seid, ja? Raus jetzt. Sir, wir bezahlen die Donuts, sobald wir unseren Wagen wieder haben. Glauben Sie, mich rührt Ihr Gejammer? Ich komme aus einem Land, in dem wir für Abwasser und Getränk dasselbe Wort haben. Ich bezahle die Donuts. Wir sind Ihnen sehr dankbar, Sir. Wofür? Ich habe nichts gesagt. Oh. Das war ich. Warum gibt es in diesem Laden so viele schattige Ecken? Ach, das habe ich am liebsten im Stadion, wenn zwei Besoffene, die jeder ein Baby halten, anfangen, sich zu prügeln. Du bist dämlich.
Nein, du bist dämlich. Und jetzt mischen sich ihre Frauen ein. Die stecken sich Fluppen in den Mund und machen Tittenschubsen. Du hast kein Niveau, du Bitch. Nein, du hast kein Niveau. Und jetzt kommt eine Sicherheitskraft und wirft den Falschen raus. Kommen Sie, Miyagi. Karate können wir auch draußen machen. Wir sehen wie Idioten aus. Hey, hey, schon viel besser. Wo habt ihr die schicken Fetzen her? Wir waren bei Barneys. Angeblich kaufen dort alle Promis ihre hautengen Jeans ein. Wow, das sind die engsten Peniszwicker, Spermatöter, Eierquetscher-Jeans, die ich jemals probiert hab. Ja, dann, Kinder. Wir sehen uns. Entschuldigt, ist hier der Kurs für Sprache und Literatur? Ich bin eure neue Lehrerin, Mrs. Lockhart. Oh mein Gott, ich bin verliebt. Vorsicht, die Treppe! Ah! Löwen von einem Nein, Höhl? Nein, nein, nicht Löwen. Leben, Leben! Halt doch, ihr sagt. Löwen! Jetzt hör mal zu, du taubes Huhn. Wir haben noch 5 Tage und ich will meine Wette nicht verlieren. Also sprich mir nach. Hallo, Mutter. Hast du heimlich mein Hackebeil versteckt? Hallo, Mutter. Hast du heimlich mein Hackebeil versteckt? Oh Gott, nein. Die Worte fangen mit H an, du Dummchen. Ha, 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 ha. Dein Atem stinkt wie Katzenstreu. Soll ich mal probieren? Als wir Kinder waren, hat Mutter uns immer was vorgesungen, wenn wir traurig waren. Vielleicht kann ihm das helfen. Komm schon, Brenda, ein dämliches Kinderlied wird ihn auch nicht aufwecken. Vor allem nicht bei deiner Singstimme. Hab ich recht? Ja. Glenn stirbt nicht an autoerotischer Erstickung. Deine Freunde wollen mit dir angeln gehen. Das kennt ihr aus eurer Kindheit? Oh, Glenn, oh Gott sei Dank geht's dir gut. Hey, befummelst du meine Kleine? Ganz ruhig, Jeff, er ist ihr Bruder. Ja, so fängt's immer an. Kann nicht schlafen, Lois, freu mich so auf meinen Geburtstag morgen. Ja! Komm ins Bett, verdammt nochmal. Das wird die beste Party aller Zeiten. Ich habe gestern all meine Einladungen verteilt. Hey, Chris, ich dachte mir, vielleicht wirst du morgen zu meiner Party kommen. Danke, Dad, ich komme gern. Oh nein. M-E-G. Hey, worüber redet ihr? Nicht Sport. Geburtstagssport, nein, nur Sport. Oh, okay. Meg, ich will dich nicht auf meiner Party. Wie läuft dein Trödelverkauf, Quagmire? Ganz gut, ich wollte meinen Keller mal wieder leerräumen. Das ist verrückt, was man beim Aufräumen im Keller findet. Bist du da unten langsam fertig? Seht mal, was ich gefunden hab. Das ist sehr schön, Peter. Und weiter geht's mit Superman 5, das geplatzte Kondom. Hallo, Lois, gehen wir essen? Aber gern. Ich hol nur noch meine Handtasche. Okay, bin fertig. Oh, wenn ich's mir recht überlege, habe ich noch was auf dem Krypton zu erledigen. Ich dachte, der Krypton wäre zerstört. Wir sollten getrennte Wege gehen. Ach, das ist langweilig. Ich würde mir lieber zu Hause das Video von Ring ansehen. Peter, tu es nicht. Es heißt, wenn du dieses Video ansiehst, musst du sterben. Ach, das ist totaler Schwachsinn. Und nun wieder der letzte Mensch auf der Welt, die anderen 16 Leute und noch mehr, die jeden Tag auftauchen. Ach, wie soll das denn funktionieren? Eine Serie, in der nur eine Figur und unzählige andere Figuren mitspielen? Peter, du kannst nicht den ganzen Tag nur in die Glotze starren, du musst den Rasen mähen. Na, ist doch kacke. Ich wollte jetzt in den Gitarrenladen gehen und Leute nerven. Tom, fast die gesamte Einwohnerschaft von Kork hat unter den schweren Regenfällen zu leiden. Aber einige versuchen, das Problem einfach wegzustrampeln. Ich stehe hier zum Beispiel mit dem Ich fahr mit meinem schicken Rennrad überall hin Typen. Sir, warum sind Sie trotz des Regens mit Ihrem Rennrad unterwegs? Ach, das bisschen Nieselregen stört mich nicht. Ich fahr gern Rennrad, weil es Spaß macht, gesund ist und weil es einem hilft, in Form zu bleiben. Was? Nein, nein, ich will doch nur, dass du ein bisschen Spaß hast. Im Ernst, du solltest hingehen, mach dich einfach locker. Weißt du was? Du hast recht. Vielleicht sollte ich es versuchen. Ja, wird bestimmt nicht unangenehm. Nicht so unangenehm, wie jemandem zuzuwinken, der nicht zurückwinkt. Nein, nicht Sie! Oh, Entschuldigung. Ich winke jedem zu, außer Ihnen. Hallo, jeder außer ihm. Hallo! Oh, das ist cool, das ist cool! Ich will als Nächster... Ich erblicke etwas. Ich sehe dich in London. Ich glaube, im 19. Jahrhundert. Oh Mann, du warst Jack the Ripper. Da ist einer von Dads Fingern. Es muss schnell gehen. Ich habe in Biologie gelernt, dass man sie nach kurzer Zeit noch annähen kann. Was soll die Aufregung?
Hey, da liegt einer. Peter, Vorsicht! Nur zu, Jesse. Mach dein Pipi und Pupsi. Danach wird Jesse sich gut fühlen. Okay, was habt ihr unserer Truppe zu bieten? Ihr hippen Jungs, die ihr eine Sprache sprecht, die fast die unsere ist. Mit uns kann man bei einem abgeschreckten Hangaround einen lolligen Lachkick schieben. Klar, du Checker, wir haben keinen Bock auf Quanzen. Wir wollten gestern in dem Club rummonken. Oh, die haben uns voll evil vor dem Club warten lassen. Aber als wir die schwarze Blubberbacke von Türsteher befriendet hatten, war alles Taco. Hey, wollen Sie was sehen? Meine letzte Patientin war super scharf. Ah, die sehen gemacht aus. Ist doch egal. Okay. Laut dieser Prognose wird Stewie als Erwachsener 1,55 Meter groß sein. Was? 1,55 Meter? Gott, Dr. Hartmann, das ist wirklich klein. Ich meine, ich nehme an, es wäre okay, wenn er mit 14 sterben würde. Steht darüber irgendwas da drin? Im Studium haben wir gelernt, dass die Kleinen früher sterben, weil sie mehr Fürze riechen als wir anderen. Atme flach und sehr schnell. Versteck dich unterm Bett, aber so, dass deine Füße rausgucken. Oh mein Gott, Dad, werden die mich entführen? Ich hab solche Angst. Ah! Meg? Meg? Wie schlimm ist es? Die wollen $20,000. Oh mein Gott, wo sollen wir nur so viel Geld hernehmen? Ich weiß nicht, aber wir müssen bald einen Weg finden. Ach, ich mach mir keine Sorgen. Dir wird was einfallen. Ehrlich, dass ich die Krankenhausrechnung meines Kindes nicht bezahlen kann, gibt mir das Gefühl, dass ich kein richtiger Mann bin. Ach, Liebling, das ist doch Unsinn. Ich werde dir gleich zeigen, was für ein Mann du bist. Also, ziehen wir dir deinen Penis an. Ich habe schon versucht, Brenda zu überreden, ihn zu verlassen, aber ohne Erfolg. Ich hatte gehofft, du könntest mit ihr reden, Lois. Dir öffnet sie sich vielleicht, weil du eine Frau bist. Ich? Ja, würdest du es wenigstens versuchen? Naja, sie könnte schon jemanden zum Reden brauchen. Dann hoffen wir mal, dass sie gut reden kann, denn zuhören kann sie nicht so gut. Das wissen wir. Gott, war das spannend zuzusehen. Sie sind so ein Profi. Lois, Sie kennen Tom Tucker? Oh ja, sicher. Ihre Sendung über die Erfindung der Guillotine war fabelhaft. Oh, danke schön. Die Dinger haben oft nicht richtig funktioniert. Und wie war's, Schatz? Ach, sind nicht fertig geworden. Oh, wirklich? Ja, ich muss morgen nochmal hin. Es gibt Kohl zum Abendessen. Ja, das perfekte Ende für diesen Tag. Und wie ich sehe, funktioniert auch das Blinklicht nicht. Hören Sie, ich bin auch Polizeibeamter, also kenne ich diese Spielchen. Ich wende sie selbst an. Überlegen wir uns doch, wie wir uns einig werden. Sie sind ein Cop, hä? Zeigen Sie mir Ihre Marke. Sieht aus, als wären Sie jetzt Zivilist. Ich muss Ihr Fahrzeug durchsuchen. Meg, du sollst wissen, wenn du irgendeinen Wunsch hast, dann musst du mich ganz einfach nur fragen. Wirklich? Tja, weißt du, da gäbe es schon etwas. Da kommt er schon! Guten Abend, Meg. Bist du fertig? Dad, kennst du noch Michael Milano aus dem Krankenhaus? Ich gehe mit ihm aus. Oh. Hey, Michael, könnten Sie mir einen Gefallen tun? Sehen Sie den Feuerlöscher da? Ja, das ist das letzte Möbelstück. Ja, auch der Fernseher ist weg. Mir fehlen meine Freunde John Ritter und Florence Henderson und Alfonso Ribeiro. Ist das der Typ aus Silver Spoons? Nein, der hat mitgespielt in French Prince of Bel-Air. Fresh Prince of Bel-Air. Gut, aber ich glaube, er hat auch mitgespielt in... Hey, Alfonso! Ja? Warst du in Silver Spoons? Stimmt, ja. Na bitte, da hast du's. Ich sagte, Sie sollen gehen. Joe, ich bin's, Peter. Sir, ich möchte es nicht nochmal sagen müssen. Bitte gehen Sie. Na, schön verstanden. Sir! Nein, Joe, er geht ja schon. Sir! Joe? Sir! Er ist weg. Sir! Alles gut. Sir! Er ist weg. Oh mein Gott! Oh, ich will das angucken, aber ich habe die dämliche Dialyse um 3. Ich hab satt, der Scheiß ruiniert mir das ganze Leben. Ja, ich meine, du kannst doch meine Behandlung weglassen, das wird dich nicht gleich umbringen. Ja, so wie wenn man ein Antibiotikum nicht nimmt, dann nimmt man das nächste. Wahrscheinlich habt ihr recht und es ist Charles in charge. Oh nein. Oh, Jenga, da haben wir es. Tja, ich nehme an, deswegen heißt das Spiel Jenga. Stewie, du bist so süß, dass es nicht zum Aushalten ist. Oh, danke. Ich amüsiere mich auch fabelhaft. Ich hoffe, ich begehe nicht wieder so einen Fauxpas wie damals bei Pamelas und Tommy Lees Dinnerparty. Lois, ich bin wieder zu Hause. Du weißt, was das heißt. Dass du die letzten 10 Minuten in deinem Auto gesessen und geweint hast? Nein, Peter, ich lese Stewie eine Geschichte vor. Ja, zisch ab, Schnapsi. Ich kenne eine Geschichte. Sie handelt von einem kleinen Penis. Er schafft das schon. Er schafft. Eigentlich ist er sicher, dass er schafft. Er schafft's. Oh, da ist er ja. Ich sehe ihn. Ehrlich, Roy, ich hoffe wirklich, du kannst besser squashen als passen. Das werden wir diesen Samstag schon rausfinden. Und seit wann stinkt Ihr Ehemann schon so? Das kommt nur von der Fahrt in dem heißen Auto. Aber er hört nichts mehr, Dr. Hartmann. Wenn er Ihnen nicht zuhört, müssen Sie zum Eheberater. Herrgott nochmal, ist mein Ehemann taub? Es gibt nur einen Weg, das 100%ig festzustellen.
Hey, du dämliche taube Nuss! Weißt du, Brian, ich bin gern hier in der Eisdiele. Ich werde sie zu meinem Glücksort machen. Wenn ich je missbraucht oder vergewaltigt werde, denke ich an diesen Ort, damit alles wieder gut wird. Das ist toll, Stewie. Warum bist du so ein Stinkstiefel? Ach, nichts. Ich bin seit neulich ein bisschen frustriert. Wie kann unsere Gesellschaft tatsächlich das Leben eines Menschen höher bewerten als das Leben eines Hundes? Das ist ein Skandal. Das ist ein Skandal. Vielleicht solltest du an eine Laterne pinkeln und dir eine Stunde lang die Eier lecken. Wollt ihr wissen, wieso? Wieso? Da ist gutes Rad teuer. Und nun, wer von euch möchte eine witzige Geschichte über zwei Flöhe hören? Chris, dein Vater ist ein Vollarsch. Wenn du auf dem Spielfeld stehst, gibst du dein Bestes und versuchst zu gewinnen. Hast du verstanden? Ja, danke, Mom. Aber Lois, wenn Chris das Spiel gewinnt, verliere ich einen Haufen Geld und muss einen Typen küssen. Ich nehme verschiedene Wetten an. Du hast unsere Gefühle verletzt. Du kannst uns nicht einfach wie Müll behandeln und erwarten, dass wir so tun, als wäre nichts passiert. Okay, das ist jetzt doof, denn genau das hatte ich vor. Du kannst zur Hölle fahren, Peter. Wir haben es satt, deine Hofnarren zu spielen. War ja nicht das erste Mal, dass du uns für jemand anderen fallen lässt. Als du mit Jerry Seinfeld rumhängen wolltest, war es auch so. Julia Louis-Dreyfus hat jetzt viele Emmys gewonnen. Ja. Peter, dafür hast du deine Familie verlassen? Ich weiß nicht, was ich davor gemacht habe, aber das hier ist ein echtes Männerleben. Ich weiß es einfach. Pass mal auf. Fehlt dir deine Familie nicht? Die Frau und die Kinder? Ich erinnere mich nicht mal an sie. Wie sollen die mir fehlen? Wenn ich aus der Quarantäne rauskomme und es in die nächste Stadt schaffe, kriege ich vielleicht den Impfstoff, den ich brauche. Stewie, ich bin du aus der Zukunft. Du musst sofort aus der Stadt raus, bevor du krank wirst. Ja, ich weiß. Ich arbeite dran. Eigentlich bin ich hier, weil ich weiß, dass du Klebstoff hast. Gib mir den Klebstoff. Stewie, hör mir zu. Mach niemals im Leben diese Sache, die ich so liebe. Tut mir leid, mein Lieber, du musst draußen schlafen. Hunde sind im Busbahnhof nicht erlaubt. Ach, ich bitte Sie, mein blindes Herrchen ist auf der Toilette. Mhm, gut, dann schicke ich ihn in deine Richtung. Brians Tennisball. Und er hat so gern damit gespielt. Doppelfehler! Ach, reiß dich zusammen, Brian. Mr. Pewterschmidt? Mr. Pewterschmidt! Geh weg! Aber Mr. Pewterschmidt, Sie müssen was unternehmen. Die Schlaglöcher werden nicht mehr ausgebessert, die Ampeln funktionieren nicht mehr. In Werbespots für Tampons ist die Flüssigkeit, die verwendet wird, nicht mehr blau. Pasta, Pizza, Joe DiMaggio, Filazio, Pinocchio und noch eine Bolognese dazu. Alles wegen einem spitzen Becher auf dem Kopf. Hören Sie, Mr. Griffin ist nicht hier. Aber wenn Sie Ihren Namen hinterlassen, sage ich ihm, dass Sie da waren. Schön, Glenn Quagmire. Er soll mich sofort anrufen, wenn er kommt. Sie sind weg. Denn nicht an Jesus Christus oder irgendeine Religion. Denn Religion ist was für Idioten. Was gibt dir das Recht, andere zu verspotten und auf sie herabzusehen? Du hast zweimal auf dem College abgekackt und als Vater hast du doch schlimmer versagt. Wie geht's deinem Sohn, den du nie siehst? Aber über all das könnte ich hinwegsehen. Über alles. Wenn du nicht so ein Langweiler wärst. Das ist das Schlimmste, Brian. Du bist ein fetter, trauriger, versoffener Langweiler. Wir sehen uns, Brian. Danke für das verschissene Steak. Den Zwist zwischen uns bereue ich aufrichtig. Lassen Sie es mich wieder gut machen. Bitte, verfügen Sie über meine braune Kiste, wann immer Sie wollen. Machen Sie sich keinen Kopf, wir können trotzdem Freunde sein. Und ich weiß genau den richtigen Ort, wo wir ordentlich Dampf ablassen können. Bitte bleib auf deiner Couch sitzen. Ich werde Italien ohne dich genießen. Gott, was hat die nur für ein Problem? Manchmal glaube ich, du vergisst, was für ein Glück du mit Lois hast. Sonst würdest du dich nicht wie ein Arsch aufführen. Machst du mir jetzt auch Vorwürfe? Lois kommt schon zurecht. Sie ist eine Amerikanerin in Italien. Sie wird losziehen und eine Mitbewohnerin bei einem Sexspiel umbringen. Und wird noch schärfer zurückkommen. Dann wirf mal einen Blick daraus. Das ist alles, was ich habe. Deswegen nennt man mich der kleine Trommler. Das Kind will die Trommel. Ja, Trommeln! Keiner fasst meine Frisur an, ich lasse sie gerade rauswachsen. Außerdem gehe ich auf Diät und fange an zu trainieren, damit ich fit und schlank bin für ihr wisst schon, für was. Die 100 Absätze waren ein Fehler. Mann, sehen, du siehst toll aus. Mit so viel Aufmerksamkeit hatte ich gar nicht gerechnet. Warum lässt du dich immer zu sowas überreden? Menschen, die es allen recht machen wollen, sterben so. Wenn wir hier fertig sind, sollten wir Alligatoren mit Stöcken ärgern. Du liest meine Gedanken. Lois, Mom? Mann, was hat die für ein Problem? Sie ist sowieso verunsichert wegen ihres Alters und dann hältst du diese furchtbare Rede.
Ich kann sie verstehen. Niemand wird gern öffentlich bloßgestellt. Ich bin König Stewie. Ich regiere mit eiserner Faust. La 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 la. Seht mich an. Uhuhu. In mein Büro. Sofort. An einem bedeckten Donnerstagnachmittag präsentierte mein Vater sein Stück. Eine der fesselndsten Stories der 1980er. Max Dugan kehrt zurück. Max, Sie sind zurückgekehrt. Das bin ich. Da steckt sehr viel Arbeit drin. Ich bin stolz auf dich, Dad. Du hast es endlich gewagt, dich zu wehren. Und Peter, hast du mit Karen geredet? Ich habe schon 4-mal angerufen, aber sie liegt immer noch im Koma. Die nehmen wohl sonst gefakte Stühle, aber Meg hat einen echten erwischt. Glauben die Ärzte, sie wird es überleben? Es kann so oder so laufen. Hallo? Ich glaube, ich habe eine andere Blutgruppe. Ich will es nicht überprüfen. Der Arzt sagt, sie können nichts tun. Ein Fischer mehr bist. Ich hatte nämlich schon halb Angst, wenn ich nach Hause komme, dass wir dann alles verloren hätten und wir jemandem noch eine Riesenmenge Geld schulden. Wie kann man denn halb Angst haben? Ach, keine Ahnung, das ist nur so ein Wortspiel. Wie kann man mit Worten spielen? Mein Gott, bist du dumm. Sei froh, dass du einen Hintern hast. Komm her und küss mich. Gute Nacht, Schatz. Gute Nacht, Lois. Gute Nacht, Jim und Abby. Gute Nacht. Jeepers, Creepers, wo hast du diese Glubscher? Jeepers, Creepers, wo hast du diese Augen? Danke, danke. Oh, ich liebe Songs, die mit der zweiten Zeile die erste erklären. Na schön, offensichtlich muss ich jetzt zum großen Baum am Rande der Stadt, um etwas zu erledigen. Dürfte nicht lang dauern. Streichen Sie meine Songs nicht von der Liste. Taylor, das sind meine Schwester Meg und unser Hund Brian. Freut mich sehr, ihr zwei. Wir finden sie nicht alle so toll. Ich kenne Dan Aykroyd. Tut mir leid, in welchem Provinzporno haben Sie mitgespielt? Du Hund, sei freundlich! Okay, gut, wir sollten jetzt wohl gehen. Es war sehr nett, Sie kennenzulernen, bis auf das Mädchen und den Hund. Entschuldige meine Familie. Du musst dich nicht entschuldigen, die sind doch nett. Das würdest du nicht sagen, wenn du uns im Kino erleben würdest. Hey Meg, was treibst du? Nicht viel. Hab gerade einen Kuchen aufgegessen. Vielleicht gehe ich zur Mülltonne und guck, ob ich deine Ratte küssen kann. Ich war gerade draußen. Ach komm schon, du bist auf der Highschool. Irgendwo wird es doch bestimmt eine Party geben. Es gibt eine, aber ich bin nicht eingeladen. Na und, geh trotzdem hin. Ist nicht meine Art. Was interessiert's dich? Willst du Fernsehen oder was? Zum Beispiel Grand Show. Oh. Rachel Lee Cook. Oh. David Faustino. Oh. Und Robin Tunney. Hä? Die Braut mit der Glatze aus das Empire-Team. Oh. Könnt ihr das leiser stellen? Ich muss für den Eignungstest für die Uni lernen. Vorsicht, du weißt, was passiert ist, als ich das letzte Mal zwischen dir und dem Fernseher wählen musste. Alles gut, Meg hält unsere Sachen. Meg, nicht die Cola trinken! Nein, du weißt, was ich meine. Ich mag scharfe Frauen, so geile, die mit dir Sex tun. Was? Ja, du weißt schon, die kommen mit dir nach Hause und setzen sich auf deinen Hintern. Moment mal, Jesus, hast du schon mal mit einer Frau geschlafen? Bist du noch Jungfrau? Ja, bin ich. Wie kann denn sowas passieren? Naja, in der Highschool war meine beste Freundin eine scharfe Prostituierte, aber wir sind in der... Oh Freude, der Tag kann beginnen. Guten Morgen, mein lieber Brian. Also, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder ich zerquetsche dir die Eier und du erzählst alles sofort, oder wir verteilen es häppchenweise über den Tag. Ich will nicht darüber reden. Aber ich will, also erzähl mir alles, was gestern passiert ist. Morgen, mein Süßer. Hi. Es hat mir total Spaß gemacht gestern Abend. Hey, wie wär's? Vielleicht trinken wir nachher einen Kaffee zusammen. Wohl eher nicht. Schau mal, wie das juckt. Was zum Teufel treibst du da? Oh, gar nichts. Ich, mach nur Pilates. Schwindel mich nicht an, Brian. Ich weiß genau, was du willst. Du bist auf ein Arschrennen aus. Wer als Erster in der Küche ist und los. Du hast die Würmer immer noch, was? Ja, das blöde Medikament kostet 300 Mäuse. Darf ich dir einen kleinen Vorschlag machen? Ich schieß dir die Kohle vor und du zahlst sie ab, indem du für mich arbeitest. Cash-Scam? Mit so einem illegalen Schneeballsystem will ich nichts zu tun haben. OJ, das ist meine Familie. Familie OJ. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Peter, darf ich eure Toilette benutzen? Ja, die Treppe rauf und dann links.
Peter, bist du verrückt? Wie kannst du O.J. Simpson zu uns nach Hause bringen? Oh, guck mich nicht so an, Lois. O.J. ist unschuldig, das steht fest. Unschuldig? Ja, das unfehlbarste Rechtssystem der Welt hat ihn für unschuldig erklärt. Wir wissen, dass er es getan hat. Warst du dabei? War mir gar nicht klar. Und du hast nicht versucht, ihn aufzuhalten? Beihilfe zum Mord! Freut mich sehr, Karen. Ich bin Glenn Quagmire. Ich wusste nicht, dass Peter eine Schwester hat. Wovor hast du Angst, Hodenkinn? Oh mein Gott, sein Kinn sieht wirklich aus wie ein Hodensack. Haha, ist mir nie aufgefallen. Wie kann euch das nicht auffallen? Passt auf, ich verpasse ihm jetzt eins in die Eier. Recht raffiniert. Augenblick, ich kenne sie. Sie sind diese Wrestlerin. Ja, ja, er hat recht. Wie werden sie genannt? Rote Flut. Sie sind die Rote Flut. Ja, in Fleisch und Blut. Peter, findest du nicht, dass der Schnurrbart deine gesamte Persönlichkeit umkrempelt? Halt die Klappe, Brian. Ich bin jetzt Mitglied einer verschworenen Gemeinschaft. Schnurrbartträger helfen sich gegenseitig. Hey. Oh, hey. Hi. Hey, Jeffrey, Peter Griffin hat einen Schnurrbart. Das gibt's nicht. Oh, doch. Oh. Sehe ich auch so. Hallöchen. Wie waren die medizinischen Experimente? Super gut, Lois, super gut. Ich quetsch mich mal dazwischen, wenn meine Hüften es erlauben. Peter, was genau haben Sie dir injiziert? Ach, jede Menge Zeugs. Hepatitis-Impfstoff, ein paar Steroide, das Schwulengen, Calcium, ein Vitamin-B-Extrakt. Was sagtest du gerade? Das Schwulengen. Dann gehe ich heute noch Zutaten einkaufen und mach mich ans Backen. Okay, Lois, ciao. Ciao, Kirche. Ciao, Kirchentyp. Ciao, endlose Konversation. Ciao, ihr schlimmen Kirchenmenschen. Ciao. Ich habe Referenzen vorzuweisen. Weißt du, ich war einen Monat lang der Schlabberhauthalter von Melanie Griffith. Melanie! Ich kann das nicht mehr länger halten! Dort. Ich hätte im Bett bleiben sollen. Sie kommen alle mit mir zur Hauptwache. Oh, Kacke! Ganz ruhig, Jungs. Keine Angst, ich spreche die Sprache von dem Typen. Country-Musik. Und weiter? Square Dance. Aha, ich höre Ihnen zu. Cowboy-Stiefel? Ihr werdet für lange Zeit aus dem Verkehr gezogen. Mir war nie klar, wie unbedeutend mein Leben ist. Stewie, mein Leben ist überhaupt nichts wert. Oh, komm schon. Hey. Keine Sorge, Rupert, ich weiß, wie ich ihn aufmunter. So fertig war nicht mal ich, als ich das Buch Neugieriger George geht in die Wohnung seines Sportlehrers gelesen hab. Ich lag 5 Jahre in einem Militärkrankenhaus in Kuwait. Letzte Woche bin ich aus dem Koma erwacht und direkt hergeflogen. Quasi als Thanksgiving-Überraschung. Hey, wenn man sexuell missbraucht wird, während man im Koma liegt, kriegt man dann mit, dass es passiert und kann bloß nichts machen? Oder kriegt man überhaupt nichts davon mit? Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Hey Kevin, ich habe so eine gelbe Schleife an meinem Auto angebracht. Und ein Aufkleber, auf dem steht, ich unterstütze die Truppen. Es gibt nichts, was ich nicht für euch tun würde. Ja. Was? Du bist aber nervös. Hast du gestern Nacht auch diesen Lärm gehört? Ich könnte schwören, es klang wie ein schrecklicher Unfall, bei dem jemand vielleicht schwer verletzt wurde. Was? Wovon redest du? Vielleicht ist sogar jemand draufgegangen. Die Bullen haben rumgeschnüffelt. Wen meinst du? Meinst du Joe? Ich liebe dich, Lois. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Aber du bist ein Lügner, Jesus. Bravo, Peter. Lois? Ich glaube, ihr habt die Lektion gelernt, die ich euch erteilen wollte. Welche Lektion? Oh, ihr wisst schon, dass es am heiligsten aller Tage darum geht, die zu schätzen, die wir lieben und der Versuchung zu widerstehen.